Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie läuft alles? Hallo Mary. Wie läuft alles? Hallo Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Hallo Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut. Danke. Waren Sie in letzter Zeit bei der Arbeit beschäftigt? Mir geht es gut, danke. Waren Sie in letzter Zeit bei der Arbeit beschäftigt? Oh, du weißt wie. Immer beschäftigt. In Ordnung und du? Haben Sie große Projekte? Oh, du weißt wie. Immer beschäftigt. In Ordnung und du? Haben Sie große Projekte? Ja, wir arbeiten an einem neuen Kundenvorschlag. Ziemlich zäh. Ja, wir arbeiten an einem neuen Kundenvorschlag. Ziemlich zäh. Das klingt interessant. Kann ich dir ein Getränk kaufen? Das klingt interessant. Kann ich dir ein Getränk kaufen? Klar. Ich trinke bitte ein Bier. Klar. Ich trinke bitte ein Bier. Großartig. Ich trinke ein Glas Wein. Großartig. Ich trinke ein Glas Wein. Danke. Sind Sie in letzter Zeit irgendwohin gereist? Danke. Sind Sie in letzter Zeit irgendwohin gereist? Nicht so schnell. Aber ich plane nächsten Monat eine Reise nach Europa. Nicht so schnell. Aber ich plane nächsten Monat eine Reise nach Europa. Europa? Klingt gut. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn? Europa? Klingt gut. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn? Ich werde von Paris aus starten und noch ein paar weitere Städte besuchen. Ich werde von Paris aus starten und noch ein paar weitere Städte besuchen. Paris ist schön. Ich war letztes Jahr dort. Verpassen Sie nicht den Eiffelturm. Paris ist schön. Ich war letztes Jahr dort. Verpassen Sie nicht den Eiffelturm. Das werde ich nicht. Übrigens, wie geht es deiner Familie? Das werde ich nicht. Übrigens, wie geht es deiner Familie? Es geht Ihnen gut, danke der Nachfrage. Und bei dir? Es geht Ihnen gut. Danke der Nachfrage. Und bei dir? Allen geht es gut. Mein Sohn hat gerade sein Studium abgeschlossen. Allen geht es gut. Mein Sohn hat gerade sein Studium abgeschlossen. Wir gratulieren ihm. Das ist ein großer Erfolg. Wir gratulieren ihm. Das ist ein großer Erfolg. Dankeschön. Es war eine Reise. Dankeschön. Es war eine Reise. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug, oder? Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug, oder? Es ist sicherlich. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Es ist sicherlich. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Lass uns etwas ausruhen. Vielleicht können wir uns einen Film ansehen. In Ordnung und du? Lass uns etwas ausruhen. Vielleicht können wir uns einen Film ansehen. In Ordnung und du? Ich gehe am Samstag mit meinen Freunden spazieren. Ich gehe am Samstag mit meinen Freunden spazieren. Scheint eine tolle Möglichkeit zu sein, das Wochenende zu verbringen. Scheint eine tolle Möglichkeit zu sein, das Wochenende zu verbringen. Es sollte Spaß machen. Wir lieben die Natur. Es sollte Spaß machen. Wir lieben die Natur. Genieße deinen Spaziergang, Mary. Genieße deinen Spaziergang, Mary. Danke, Michael. Genießen Sie auch Ihren Filmabend. Danke, Michael. Genießen Sie auch Ihren Filmabend. Wird machen. Bis bald. Wird machen. Bis bald. Definitiv. Guten Abend. Definitiv.
Guten Abend. Du auch, Maria. Tschüss. Du auch, Maria. Tschüss. Tschüss, Michael. Tschüss, Michael. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey, Mary. Hast du jemals The Matrix gesehen? Hey, Mary. Hast du jemals The Matrix gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Da ist ja auch Keanu Reeves, oder? Ja, ich habe es gesehen. Da ist ja auch Keanu Reeves, oder? Ja, Keanu Reeves spielt die Hauptfigur Neo. Ja, Keanu Reeves spielt die Hauptfigur Neo. Er ist ein großartiger Schauspieler. Er ist ein großartiger Schauspieler. Definitiv. Matrix ist ein Science-Fiction-Film. Definitiv. Matrix ist ein Science-Fiction-Film. Um was geht es hierbei? Um was geht es hierbei? Die Geschichte eines Hackers, der eine simulierte Realität entdeckt. Die Geschichte eines Hackers, der eine simulierte Realität entdeckt. Das klingt interessant. Erzähl mir mehr. Das klingt interessant. Erzähl mir mehr. Neo schließt sich einer Gruppe an, die gegen die Maschinen kämpft. Neo schließt sich einer Gruppe an, die gegen die Maschinen kämpft. Maschinen wie Roboter? Maschinen wie Roboter? Ja, sie werden von künstlicher Intelligenz gesteuert. Ja, sie werden von künstlicher Intelligenz gesteuert. Ist Keanu Reeves ein Held im Film? Ist Keanu Reeves ein Held im Film? Ja, er ist ein Held und er lernt, die Matrix zu kontrollieren. Ja, er ist ein Held und er lernt, die Matrix zu kontrollieren. Es sieht aus wie ein actiongeladener Film. Es sieht aus wie ein actiongeladener Film. Die Spezialeffekte sind erstaunlich. Die Spezialeffekte sind erstaunlich. Ich liebe Filme mit tollen Effekten. Ich liebe Filme mit tollen Effekten. Dann haben sie Matrix geliebt. Dann haben sie Matrix geliebt. Wer ist sonst noch im Film? Wer ist sonst noch im Film? Lawrence Fishburne spielt Morpheus. Lawrence Fishburne spielt Morpheus. Welche Rolle spielt Morpheus? Welche Rolle spielt Morpheus? Morpheus ist Neos Mentor und bringt ihm etwas über die Matrix bei. Morpheus ist Neos Mentor und bringt ihm etwas über die Matrix bei. Gibt es eine gefährliche Welt in der Matrix? Gibt es eine gefährliche Welt in der Matrix? Ja, es gibt Agenten, die versuchen, sie aufzuhalten. Ja, es gibt Agenten, die versuchen, sie aufzuhalten. Mögen Agenten Regierungsagenten? Mögen Agenten Regierungsagenten? Dabei handelt es sich um Computerprogramme in menschlicher Form. Dabei handelt es sich um Computerprogramme in menschlicher Form. Unheimlich. Unheimlich. Aber das ist ein spannender Teil des Films. Aber das ist ein spannender Teil des Films. Hat Neo besondere Kräfte? Hat Neo besondere Kräfte? Er kann die Regeln der Matrix beugen. Er kann die Regeln der Matrix beugen. Wie ein Superheld. Wie ein Superheld. Irgendwie. Aber er ist nur ein gewöhnlicher Typ. Irgendwie. Aber er ist nur ein gewöhnlicher Typ. Keanu Reeves ist großartig darin, Helden zu spielen. Keanu Reeves ist großartig darin, Helden zu spielen. Er ist auch für seine Actionrollen wie John Wick bekannt. Er ist auch für seine Actionrollen wie John Wick bekannt. John Wick ist ein weiterer großartiger Film. John Wick ist ein weiterer großartiger Film.
Keanu Reeves macht viele seiner Stunts. Keanu Reeves macht viele seiner Stunts. Er widmet sich seinem Job. Er widmet sich seinem Job. Und auch im wirklichen Leben ist er ein netter Kerl. Und auch im wirklichen Leben ist er ein netter Kerl. Gut zu hören. Gut zu hören. Haben Sie Interviews mit ihm gesehen? Haben Sie Interviews mit ihm gesehen? Ja, er scheint ein bodenständiger Mensch zu sein. Ja, er scheint ein bodenständiger Mensch zu sein. Er ist auch für seine Wohltätigkeitsarbeit bekannt. Er ist auch für seine Wohltätigkeitsarbeit bekannt. Das ist bewundernswert. Das ist bewundernswert. Sind Sie also ein Fan von Keanu Reeves? Sind Sie also ein Fan von Keanu Reeves? Ich liebe seine Filme, aber ich bin kein großer Fan. Ich liebe seine Filme, aber ich bin kein großer Fan. Du hast recht. Es gibt ein breites Rollenspektrum. Du hast recht. Es gibt ein breites Rollenspektrum. Ich liebe Spieler, die verschiedene Dinge können. Ich liebe Spieler, die verschiedene Dinge können. Keanu ist vielseitig. Keanu ist vielseitig. Er war auch in Speed, oder? Er war auch in Speed, oder? Ja, er war der Held des Busses. Ja, er war der Held des Busses. Ich erinnere mich an diesen Film. Es war sehr intensiv. Ich erinnere mich an diesen Film. Es war sehr intensiv. Keanu Reeves macht Actionfilme spannend. Keanu Reeves macht Actionfilme spannend. Eine großartige Wahl für Actionrollen. Eine großartige Wahl für Actionrollen. Und er spielte in einigen legendären Filmen mit. Und er spielte in einigen legendären Filmen mit. Die Matrix ist definitiv einer davon. Die Matrix ist definitiv einer davon. Es hat unsere Vorstellungen von der Realität verändert. Es hat unsere Vorstellungen von der Realität verändert. Es ist tief. Es ist tief. Es lässt einen hinterfragen, was real ist. Es lässt einen hinterfragen, was real ist. Es ist wie ein philosophischer Film. Es ist wie ein philosophischer Film. Definitiv. Es hat eine tiefere Bedeutung. Definitiv. Es hat eine tiefere Bedeutung. In diesem Sinne muss ich es mir noch einmal ansehen. In diesem Sinne muss ich es mir noch einmal ansehen. Sie werden das anders sehen. Sie werden das anders sehen. Danke für deinen Rat, Michael. Danke für deinen Rat, Michael. Gern geschehen, Mary. Viel Spaß mit der Matrix. Gern geschehen, Mary. Viel Spaß mit der Matrix. Das werde ich und vielleicht werde ich auch ein Keanu Reeves Superfan. Das werde ich und vielleicht werde ich auch ein Keanu Reeves Superfan. Haha, wer weiß, er ist ein großartiger Schauspieler. Haha, wer weiß, er ist ein großartiger Schauspieler. Das ist es wirklich. Das ist es wirklich. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie war Ihr Weg zur Arbeit? Guten Morgen, Michael. Wie war Ihr Weg zur Arbeit? Es verlief ziemlich reibungslos, danke. Und bei dir? Es verlief ziemlich reibungslos, danke. Und bei dir? Gleicher Weg. Ich habe ausnahmsweise Platz im Zug. Gleicher Weg. Ich habe ausnahmsweise Platz im Zug. Gut zu hören. Gibt es wichtige Entwicklungen bezüglich des Projekts? Gut zu hören. Gibt es wichtige Entwicklungen bezüglich des Projekts? Ja, wirklich.
Greenway Corp. Er stimmte unserem Angebot zu. Ja, wirklich. Greenway Corp. Er stimmte unserem Angebot zu. Das ist toll. Wann werden wir voraussichtlich damit beginnen? Das ist toll. Wann werden wir voraussichtlich damit beginnen? Nächste Woche wollen Sie loslegen. Nächste Woche wollen Sie loslegen. Nächste Woche? Das ist etwas früh. Haben Sie die notwendigen Details und Daten bereitgestellt? Nächste Woche? Das ist etwas früh. Haben Sie die notwendigen Details und Daten bereitgestellt? Ja, ich habe eine E-Mail mit allen notwendigen Details erhalten und werde sie heute überprüfen. Ja, ich habe eine E-Mail mit allen notwendigen Details erhalten und werde sie heute überprüfen. Okay, stellen Sie sicher, dass wir alle Ihre Anforderungen vollständig verstehen, damit wir richtig planen können. Okay. Stellen Sie sicher, dass wir alle Ihre Anforderungen vollständig verstehen, damit wir richtig planen können. Natürlich, Jane. Ich werde die E-Mail sorgfältig durchgehen. Natürlich, Jane. Ich werde die E-Mail sorgfältig durchgehen. Guten Morgen, mein Baby. Wie ist Smiths Projekt? Irgendein Fortschritt? Guten Morgen, mein Baby. Wie ist Smiths Projekt? Irgendein Fortschritt? Smiths Projekt kommt gut voran. Ihnen gefällt unser Designkonzept und Sie sind bereit für die Entwicklung. Smiths Projekt kommt gut voran. Ihnen gefällt unser Designkonzept und Sie sind bereit für die Entwicklung. Wunderbar. Informieren Sie mich über beide Projekte. Wunderbar. Informieren Sie mich über beide Projekte. Definitiv. Definitiv. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Haben Sie sich jemals gefragt, was Superman so besonders macht? Haben Sie sich jemals gefragt, was Superman so besonders macht? Definitiv. Er verfügt über Superkraft, Schnelligkeit und Wärmebild. Definitiv. Er verfügt über Superkraft, Schnelligkeit und Wärmebild. Stimmt. Aber es geht um mehr als nur seine Kräfte. Das ist sein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn. Stimmt. Aber es geht um mehr als nur seine Kräfte. Das ist sein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn. Ja. Er repräsentiert Wahrheit, Gerechtigkeit und den amerikanischen Weg, oder? Ja, er repräsentiert Wahrheit, Gerechtigkeit und den amerikanischen Weg, oder? Das ist der Slogan, aber er geht tiefer. Er ist ein Symbol der Hoffnung für die Menschheit. Das ist der Slogan, aber er geht tiefer. Er ist ein Symbol der Hoffnung für die Menschheit. Und sein alter Ego, Clark Kent, ist ein sehr sympathischer Charakter. Und sein alter Ego, Clark Kent, ist ein sehr sympathischer Charakter. Definitiv. Er ist ein Reporter wie wir, aber er hat ein unglaubliches Geheimnis. Definitiv. Er ist ein Reporter wie wir. Aber er hat ein unglaubliches Geheimnis. Es ist faszinierend, wie er sein Leben als Held und als gewöhnlicher Mensch in Einklang bringt. Es ist faszinierend, wie er sein Leben als Held und als gewöhnlicher Mensch in Einklang bringt. Und er ist dabei so bescheiden, dass er nie versucht, mit seinen Taten zu prahlen. Und er ist dabei so bescheiden, dass er nie versucht, mit seinen Taten zu prahlen. Das macht ihn zu einem wahren Helden. Er tut dies nicht aus Ruhm, sondern weil es richtig ist. Das macht ihn zu einem wahren Helden.
Er tut dies nicht aus Ruhm, sondern weil es richtig ist. Und sein Mitgefühl, er versucht immer, das Beste für alle zu tun. Und sein Mitgefühl, er versucht immer, das Beste für alle zu tun. Ich habe sogar gehört, dass er ein paar Mal die ganze Welt gerettet hat. Ich habe sogar gehört, dass er ein paar Mal die ganze Welt gerettet hat. Eigentlich mehr als ein paar Mal. Er stand einigen furchtbaren Feinden gegenüber. Eigentlich mehr als ein paar Mal. Er stand einigen furchtbaren Feinden gegenüber. Vergessen Sie nicht Lex Luthor, General Zod und Doomsday. Vergessen Sie nicht Lex Luthor, General Zod und Doomsday. Jeder bringt ihn an seine Grenzen, aber er gibt nie auf. Jeder bringt ihn an seine Grenzen, aber er gibt nie auf. Diese Haltbarkeit unterscheidet es von anderen. Er ist ein Hoffnungsträger. Diese Haltbarkeit unterscheidet es von anderen. Er ist ein Hoffnungsträger. Und die Art und Weise, wie er jeden mit Respekt behandelt, egal wer er ist. Und die Art und Weise, wie er jeden mit Respekt behandelt, egal wer er ist. Er glaubt an das Potenzial für das Gute in jedem. Er glaubt an das Potenzial für das Gute in jedem. Sogar sein Erzfeind Lex Luthor hofft immer noch auf Erlösung. Sogar sein Erzfeind Lex Luthor hofft immer noch auf Erlösung. Dies ist ein Beweis für seinen Glauben an die Menschheit. Dies ist ein Beweis für seinen Glauben an die Menschheit. Und seine Beziehung zu Lois Lane ist eine herzerwärmende Geschichte. Und seine Beziehung zu Lois Lane ist eine herzerwärmende Geschichte. Er sieht den Mann hinter dem Helden, seine verletzliche Seite. Er sieht den Mann hinter dem Helden, seine verletzliche Seite. Ihre Liebesgeschichte ist eine für die Ewigkeit, basierend auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Ihre Liebesgeschichte ist eine für die Ewigkeit, basierend auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Und es ist nicht immer einfach, aber gemeinsam stehen sie vor Herausforderungen. Und es ist nicht immer einfach, aber gemeinsam stehen sie vor Herausforderungen. Wie jedes Paar, aber mit dem Druck ihres Geheimnisses. Wie jedes Paar, aber mit dem Druck ihres Geheimnisses. Es ist inspirierend, wie ihnen dies trotz der Schwierigkeiten gelungen ist. Es ist inspirierend, wie ihnen dies trotz der Schwierigkeiten gelungen ist. Supermans Schurkengalerie ist vielfältig, von Brainiac bis Bizarro. Supermans Schurkengalerie ist vielfältig, von Brainiac bis Bizarro. Jeder Bösewicht stellt eine andere Art von Bedrohung dar. Jeder Bösewicht stellt eine andere Art von Bedrohung dar. Und es zeigt die Tiefe seines Charakters, wie er sich anpasst. Und es zeigt die Tiefe seines Charakters, wie er sich anpasst. Und vergessen wir nicht seine Verbindung zu seinem Heimatplaneten Krypton. Und vergessen wir nicht seine Verbindung zu seinem Heimatplaneten Krypton. Obwohl er seine ganze Welt verloren hat, kämpft er immer noch für unsere. Obwohl er seine ganze Welt verloren hat, kämpft er immer noch für unsere. Das ist ein Maß an Engagement, das schwer zu verstehen ist. Das ist ein Maß an Engagement, das schwer zu verstehen ist. Das macht ihn zum größten Superhelden aller Zeiten. Das macht ihn zum größten Superhelden aller Zeiten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Er ist nicht ohne Grund eine Ikone. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Er ist nicht ohne Grund eine Ikone.
Und ich denke, wir alle können aus seinem Beispiel lernen. Und ich denke, wir alle können aus seinem Beispiel lernen. Für das richtige Einstehen, auch wenn es nicht einfach ist. Für das richtige Einstehen, auch wenn es nicht einfach ist. Das ist die wahre Essenz eines Helden. Das ist die wahre Essenz eines Helden. Und Superman verkörpert diese Essenz perfekt. Und Superman verkörpert diese Essenz perfekt. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für das Software-Projekt-Treffen? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für das Software-Projekt-Treffen? Ja, ich habe alle notwendigen Unterlagen vorbereitet. Ja, ich habe alle notwendigen Unterlagen vorbereitet. Großartig. Beginnen wir mit der Überprüfung des Projektzeitplans. Großartig. Beginnen wir mit der Überprüfung des Projektzeitplans. Sicherlich. Wir sind auf dem Weg, die Frist einzuhalten. Sicherlich. Wir sind auf dem Weg, die Frist einzuhalten. Gut zu hören. Gibt es Probleme mit dem Entwicklungsteam? Gut zu hören. Gibt es Probleme mit dem Entwicklungsteam? Nein. Sie arbeiten effizient. Die Kommunikation ist nahtlos. Nein. Sie arbeiten effizient. Die Kommunikation ist nahtlos. Großartig. Wie sieht es mit dem Budget aus? Haben Sie Bedenken? Großartig. Wie sieht es mit dem Budget aus? Haben Sie Bedenken? Das Budget liegt innerhalb der von uns zu Beginn festgelegten Grenzen. Das Budget liegt innerhalb der von uns zu Beginn festgelegten Grenzen. Perfekt. Lassen Sie uns die bevorstehenden Meilensteine besprechen. Perfekt. Lassen Sie uns die bevorstehenden Meilensteine besprechen. Der nächste Meilenstein ist für nächste Woche geplant. Der nächste Meilenstein ist für nächste Woche geplant. Sind sich alle Teammitglieder ihrer Pflichten bewusst? Sind sich alle Teammitglieder ihrer Pflichten bewusst? Ja, ich habe die Verantwortlichkeiten klar kommuniziert. Ja, ich habe die Verantwortlichkeiten klar kommuniziert. Gute Arbeit, Mary. Ihre Führung macht den Unterschied. Gute Arbeit, Mary. Ihre Führung macht den Unterschied. Danke, Michael. Danke für Ihre Unterstützung. Danke, Michael. Danke für Ihre Unterstützung. Lassen Sie uns nun über mögliche Risiken sprechen. Haben Sie welche identifiziert? Lassen Sie uns nun über mögliche Risiken sprechen. Haben Sie welche identifiziert? Bei der Integration von Drittanbieter-Software besteht ein geringes Risiko. Bei der Integration von Drittanbieter-Software besteht ein geringes Risiko. Lassen Sie uns darauf achten und einen Notfallplan erstellen. Lassen Sie uns darauf achten und einen Notfallplan erstellen. Annahme. Wir sollten auch regelmäßige Fortschrittsbesprechungen einplanen. Annahme. Wir sollten auch regelmäßige Fortschrittsbesprechungen einplanen. Ich dachte dasselbe. Wöchentliche Treffen reichen aus. Ich dachte dasselbe. Wöchentliche Treffen reichen aus. Das funktioniert bei mir. Es stellt sicher, dass alle in Harmonie sind. Das funktioniert bei mir. Es stellt sicher, dass alle in Harmonie sind.
Apropos Compliance. Wie ist das Feedback unserer Kunden? Apropos Compliance. Wie ist das Feedback unserer Kunden? Sie sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden. Sie sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden. Das sind gute Nachrichten. Kundenzufriedenheit ist unsere Priorität. Das sind gute Nachrichten. Kundenzufriedenheit ist unsere Priorität. Auf jeden Fall, Michael. Unser Ziel ist eine erfolgreiche Projektabwicklung. Auf jeden Fall, Michael. Unser Ziel ist eine erfolgreiche Projektabwicklung. Gibt es noch etwas, über das wir heute sprechen sollten? Gibt es noch etwas, über das wir heute sprechen sollten? Ich denke, wir haben alles abgedeckt, was auf der Tagesordnung stand. Ich denke, wir haben alles abgedeckt, was auf der Tagesordnung stand. Wunderbar. Vielen Dank für dein Engagement, Mary. Wunderbar. Vielen Dank für dein Engagement, Mary. Danke, Michael. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten. Danke, Michael. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten. Definitiv. Lassen Sie uns dieses Projekt zu einem großen Erfolg machen. Definitiv. Lassen Sie uns dieses Projekt zu einem großen Erfolg machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Einen schönen Tag noch. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Einen schönen Tag noch. Du auch, Mary. Bis zu unserem nächsten Treffen. Du auch, Mary. Bis zu unserem nächsten Treffen. Tschüss, Michael. Tschüss, Michael. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hey, was hast du in diesen Sommerferien vor? Hey, was hast du in diesen Sommerferien vor? Ich habe meinen Urlaub noch nicht geplant. Was machst du? Ich habe meinen Urlaub noch nicht geplant. Was machst du? Ich denke darüber nach, zur Sommerschule zu gehen. Ich denke darüber nach, zur Sommerschule zu gehen. Wirklich? Welchen Kurs planen Sie zu belegen? Wirklich? Welchen Kurs planen Sie zu belegen? Ich muss hier eine Englischstunde nehmen. Ich muss meine Sprache verbessern. Ich muss hier eine Englischstunde nehmen. Ich muss meine Sprache verbessern. Großartig. Ich möchte auch etwas lernen. Auf welchem Niveau bist du? Großartig. Ich möchte auch etwas lernen. Auf welchem Niveau bist du? Ich befinde mich derzeit auf dem A2-Niveau. Welchen Kurs sollte ich Ihrer Meinung nach belegen? Ich befinde mich derzeit auf dem A2-Niveau. Welchen Kurs sollte ich Ihrer Meinung nach belegen? Ein Sprachkurs für das A2-Niveau kann eine gute Option sein. Sie können das Sprechen üben und neue Leute kennenlernen. Ein Sprachkurs für das A2-Niveau kann eine gute Option sein. Sie können das Sprechen üben und neue Leute kennenlernen. Gute Idee. Können Sie eine Sprachschule empfehlen? Gute Idee. Können Sie eine Sprachschule empfehlen? Sicherlich gibt es hier mehrere gute Sprachschulen. Ich kann Ihnen einige Vorschläge machen. Sicherlich gibt es hier mehrere gute Sprachschulen. Ich kann Ihnen einige Vorschläge machen. Dankeschön. Und was haben Sie nach dem Abschluss vor? Dankeschön. Und was haben Sie nach dem Abschluss vor? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich möchte beruflich vorankommen. Vielleicht mache ich meinen Abschluss. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich möchte beruflich vorankommen. Vielleicht mache ich meinen Abschluss. Einen Masterabschluss zu machen ist eine tolle Idee. In welchem Bereich möchten Sie sich weiterentwickeln?
Einen Masterabschluss zu machen ist eine tolle Idee. In welchem Bereich möchten Sie sich weiterentwickeln? Ich habe vor, mich auf einen Bereich wie Unternehmensführung oder Marketing zu konzentrieren. Ich habe vor, mich auf einen Bereich wie Unternehmensführung oder Marketing zu konzentrieren. Viel Glück! Und schließlich, in welcher Stadt werden Sie diesen Sommer sein? Viel Glück! Und schließlich, in welcher Stadt werden Sie diesen Sommer sein? Ich lebe derzeit in Boston und werde hier meine Sommerferien verbringen. Ich lebe derzeit in Boston und werde hier meine Sommerferien verbringen. In Boston kann man eine tolle Zeit verbringen. Ich denke auch über ein paar Urlaubsorte nach. In Boston kann man eine tolle Zeit verbringen. Ich denke auch über ein paar Urlaubsorte nach. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Urlaubspläne schmieden. Vielleicht können wir gemeinsam etwas unternehmen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Urlaubspläne schmieden. Vielleicht können wir gemeinsam etwas unternehmen. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Warst du jemals in Moskau, Mary? Warst du jemals in Moskau, Mary? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit. Es steht aber auf meiner Liste. Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit. Es steht aber auf meiner Liste. Du solltest auf jeden Fall hingehen. Die Stadt ist voller Geschichte und Kultur. Du solltest auf jeden Fall hingehen. Die Stadt ist voller Geschichte und Kultur. Ich habe das gehört. Roter Platz, Kreml, sie alle klingen faszinierend. Ich habe das gehört. Roter Platz, Kreml, sie alle klingen faszinierend. Auf jeden Fall und die Architektur ist sehr beeindruckend. Die Basilius-Kathedrale ist ein Muss. Auf jeden Fall und die Architektur ist sehr beeindruckend. Die Basilius-Kathedrale ist ein Muss. Ich habe Fotos davon gesehen, kann mir aber nur vorstellen, wie atemberaubend es persönlich ist. Ich habe Fotos davon gesehen, kann mir aber nur vorstellen, wie atemberaubend es persönlich ist. Dies ist einer der Orte, an denen Fotos dem nicht gerecht werden können. Dies ist einer der Orte, an denen Fotos dem nicht gerecht werden können. Was ist mit den Menschen? Sind sie freundlich? Was ist mit den Menschen? Sind sie freundlich? Die Russen mögen schüchtern sein. Aber wenn man sie erst einmal kennengelernt hat, sind sie herzlich und gastfreundlich. Die Russen mögen schüchtern sein. Aber wenn man sie erst einmal kennengelernt hat, sind sie herzlich und gastfreundlich. Ich war schon immer neugierig auf die russische Küche. Irgendein Rat? Ich war schon immer neugierig auf die russische Küche. Irgendein Rat? Sie sollten den Bortsch probieren. Es ist ein klassischer Bortsch. Und verpassen Sie nicht die Pelmeni. Sehr leckere Fleischbällchen. Sie sollten den Bortsch probieren. Es ist ein klassischer Bortsch. Und verpassen Sie nicht die Pelmeni. Sehr leckere Fleischbällchen. Es klingt köstlich. Was ist mit dem Wetter? Wann ist die beste Reisezeit? Es klingt köstlich. Was ist mit dem Wetter? Wann ist die beste Reisezeit? Der Sommer ist wunderschön, aber die Winter sind magisch mit Schnee und Festen. Der Sommer ist wunderschön, aber die Winter sind magisch mit Schnee und Festen. Ich kann mir die schneebedeckte Stadt vorstellen, sie muss magisch sein. Ich kann mir die schneebedeckte Stadt vorstellen, sie muss magisch sein. Ist es wirklich? Parks und Gärten werden zu Winterwundern.
Ist es wirklich? Parks und Gärten werden zu Winterwundern. Was ist mit der Sprachbarriere? Sprechen viele Leute Englisch? Was ist mit der Sprachbarriere? Sprechen viele Leute Englisch? In zentralen Gebieten und Touristenattraktionen finden Sie viele Menschen, die zumindest ein wenig Englisch sprechen. In zentralen Gebieten und Touristenattraktionen finden Sie viele Menschen, die zumindest ein wenig Englisch sprechen. Das ist beruhigend. Ich machte mir ein wenig Sorgen wegen der Sprachbarriere. Das ist beruhigend. Ich machte mir ein wenig Sorgen wegen der Sprachbarriere. Es ist jedoch immer gut, ein paar grundlegende Sätze zu lernen. Die Menschen vor Ort wissen diese Bemühungen zu schätzen. Es ist jedoch immer gut, ein paar grundlegende Sätze zu lernen. Die Menschen vor Ort wissen diese Bemühungen zu schätzen. Ich werde das auf jeden Fall tun. Wie ist der Transport? Ist es einfach, sich fortzubewegen? Ich werde das auf jeden Fall tun. Wie ist der Transport? Ist es einfach, sich fortzubewegen? Das U-Bahn-System ist effizient und die beste Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen. Das U-Bahn-System ist effizient und die beste Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen. Das ist praktisch. Wie sieht es mit kulturellen Veranstaltungen und Festivals aus? Das ist praktisch. Wie sieht es mit kulturellen Veranstaltungen und Festivals aus? In Moskau finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt. Von Kunstausstellungen bis hin zu Musikfestivals. In Moskau finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt. Von Kunstausstellungen bis hin zu Musikfestivals. Das hört sich großartig an. Ich würde gerne die lokale Kultur kennenlernen. Das hört sich großartig an. Ich würde gerne die lokale Kultur kennenlernen. Sie werden das reiche künstlerische Erbe Russlands auf jeden Fall genießen. Sie werden das reiche künstlerische Erbe Russlands auf jeden Fall genießen. Gibt es Tagesausflüge oder nahegelegene Städte, die Sie empfehlen können? Gibt es Tagesausflüge oder nahegelegene Städte, die Sie empfehlen können? Erwägen Sie einen Tagesausflug nach Sergijev Posad. Um die atemberaubende Dreifaltigkeitskloster von Sergius zu besichtigen. Erwägen Sie einen Tagesausflug nach Sergijev Posad. Um die atemberaubende Dreifaltigkeitskloster von Sergius zu besichtigen. Das klingt sehr interessant. Ich werde es meiner Liste hinzufügen. Wie ist das Nachtleben? Das klingt sehr interessant. Ich werde es meiner Liste hinzufügen. Wie ist das Nachtleben? Moskau verfügt über ein pulsierendes Nachtleben. Von Clubs bis hin zu Theatern. Für jeden ist etwas dabei. Moskau verfügt über ein pulsierendes Nachtleben. Von Clubs bis hin zu Theatern. Für jeden ist etwas dabei. Ich genieße einen schönen Abend. Gibt es einen bestimmten Bereich, den Sie empfehlen würden? Ich genieße einen schönen Abend. Gibt es einen bestimmten Bereich, den Sie empfehlen würden? Arbatstraße. Es ist ein lebendiger Ort. An dem Restaurants, Bars und Straßenaufführungen zusammenkommen. Arbatstraße. Es ist ein lebendiger Ort. An dem Restaurants, Bars und Straßenaufführungen zusammenkommen. Super. Das werde ich mir merken. Es sieht so aus, als gäbe es viel zu entdecken. Super. Das werde ich mir merken. Es sieht so aus, als gäbe es viel zu entdecken. Definitiv.
Moskau ist eine Stadt, die für jeden Reisenden etwas zu bieten hat. Definitiv. Moskau ist eine Stadt, die für jeden Reisenden etwas zu bieten hat. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erleben. Danke für all deine Ratschläge, Michael. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erleben. Danke für all deine Ratschläge, Michael. Gern geschehen, Mary. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit in Moskau haben. Gern geschehen, Mary. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit in Moskau haben. Ich freue mich darauf. Es sieht aus wie ein Traumziel. Ich freue mich darauf. Es sieht aus wie ein Traumziel. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Guten Morgen, Maria. Was für ein wunderschöner Tag in Deutschland. Guten Morgen, Maria. Was für ein wunderschöner Tag in Deutschland. Guten Morgen, Michael. Ja, die Sonne scheint. Guten Morgen, Michael. Ja, die Sonne scheint. Perfekt zum Erkunden. Sollen wir zuerst das Schloss besichtigen? Perfekt zum Erkunden. Sollen wir zuerst das Schloss besichtigen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe gehört, es ist atemberaubend. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe gehört, es ist atemberaubend. Definitiv. Danach können wir authentische deutsche Küche probieren. Definitiv. Danach können wir authentische deutsche Küche probieren. Ich kann es kaum erwarten, einige traditionelle Gerichte zu probieren. Ich kann es kaum erwarten, einige traditionelle Gerichte zu probieren. Sauerbraten und Bagels sind ein Muss. Sauerbraten und Bagels sind ein Muss. Vergessen Sie nicht die Schwarzwälder Kirschtorte. Vergessen Sie nicht die Schwarzwälder Kirschtorte. Sicherlich. Es ist nicht ohne Grund weltberühmt. Sicherlich. Es ist nicht ohne Grund weltberühmt. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, unseren Urlaub hier zu verbringen. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, unseren Urlaub hier zu verbringen. Ich auch. Deutschland hat so viel Geschichte und Kultur zu bieten. Ich auch. Deutschland hat so viel Geschichte und Kultur zu bieten. Apropos. Haben Sie sich historische Touren angeschaut? Apropos. Haben Sie sich historische Touren angeschaut? Ja. Heute Nachmittag gibt es eine Führung durch die Altstadt. Ja. Heute Nachmittag gibt es eine Führung durch die Altstadt. Es klingt faszinierend. Ich würde gerne die Geschichte der Stadt erfahren. Es klingt faszinierend. Ich würde gerne die Geschichte der Stadt erfahren. Und die Architektur hier ist einfach atemberaubend. Und die Architektur hier ist einfach atemberaubend. Ist es wirklich? Der Mix aus Alt und Neu ist sehr interessant. Ist es wirklich? Der Mix aus Alt und Neu ist sehr interessant. Und auch die Weihnachtsmärkte werden bald eröffnet. Und auch die Weihnachtsmärkte werden bald eröffnet. Ich kann mir die Festivalatmosphäre schon vorstellen. Ich kann mir die Festivalatmosphäre schon vorstellen. Es ist eine der besten Zeiten, um die deutsche Kultur kennenzulernen. Es ist eine der besten Zeiten, um die deutsche Kultur kennenzulernen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich freue mich schon sehr darauf. Haben Sie Ihre deutschen Sätze aufgefrischt? Haben Sie Ihre deutschen Sätze aufgefrischt? Ein wenig. Guten Morgen. Danke, bitte. Ein wenig. Guten Morgen. Danke, bitte.
Das ist ein guter Anfang. Die Leute schätzen die Mühe. Das ist ein guter Anfang. Die Leute schätzen die Mühe. Ich hoffe, ein paar freundliche Einheimische zu treffen. Ich hoffe, ein paar freundliche Einheimische zu treffen. Die Deutschen sind für ihre Gastfreundschaft bekannt. Die Deutschen sind für ihre Gastfreundschaft bekannt. Ich habe gehört, dass die öffentlichen Verkehrsmittel ausgezeichnet sind. Ich habe gehört, dass die öffentlichen Verkehrsmittel ausgezeichnet sind. Ja, es ist sehr effektiv und einfach zu navigieren. Ja, es ist sehr effektiv und einfach zu navigieren. Dies wird unsere Reise einfacher machen. Dies wird unsere Reise einfacher machen. Wenn wir Rat brauchen, können wir jederzeit fragen. Wenn wir Rat brauchen, können wir jederzeit fragen. Das ist wahr. Einheimische kennen normalerweise die besten Orte. Das ist wahr. Einheimische kennen normalerweise die besten Orte. Außerdem begeistern mich malerische Zugfahrten. Außerdem begeistern mich malerische Zugfahrten. Die Aussicht hier soll spektakulär sein. Die Aussicht hier soll spektakulär sein. Besonders in ländlichen Gebieten und entlang von Flüssen. Besonders in ländlichen Gebieten und entlang von Flüssen. Wir müssen unsere Kameras mitbringen. Wir müssen unsere Kameras mitbringen. Definitiv. Wir werden diese Erinnerungen verewigen wollen. Definitiv. Wir werden diese Erinnerungen verewigen wollen. Apropos. Haben Sie die Wettervorhersage überprüft? Apropos. Haben Sie die Wettervorhersage überprüft? Ja. Es sieht so aus, als würde es in den nächsten Tagen klar werden. Ja. Es sieht so aus, als würde es in den nächsten Tagen klar werden. Das ist toll. Sie müssen sich keine Sorgen über Regen machen. Das ist toll. Sie müssen sich keine Sorgen über Regen machen. Und die Temperaturen sind auch ziemlich angenehm. Und die Temperaturen sind auch ziemlich angenehm. Ideal für Spaziergänge in Parks und Gärten. Ideal für Spaziergänge in Parks und Gärten. Botanische Gärten sollen wunderschön sein. Botanische Gärten sollen wunderschön sein. Ich kann es kaum erwarten, die verschiedenen Pflanzen zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, die verschiedenen Pflanzen zu sehen. Und Museen sind voller Geschichte und Kunst. Und Museen sind voller Geschichte und Kunst. Ich habe gehört, dass die Kunstszene in Deutschland lebendig ist. Ich habe gehört, dass die Kunstszene in Deutschland lebendig ist. Ja, insbesondere in Städten wie Berlin und München. Ja, insbesondere in Städten wie Berlin und München. Für ein paar Museumsbesuche müssen wir uns Zeit nehmen. Für ein paar Museumsbesuche müssen wir uns Zeit nehmen. Definitiv. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, die Kultur kennenzulernen. Definitiv. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, die Kultur kennenzulernen. Ich hoffe auch, einzigartige Souvenirs zu finden. Ich hoffe auch, einzigartige Souvenirs zu finden. Märkte werden ein guter Ort zum Anschauen sein. Märkte werden ein guter Ort zum Anschauen sein. Vielleicht stoßen wir auf ein paar versteckte Schätze. Vielleicht stoßen wir auf ein paar versteckte Schätze. Das ist immer der spaßige Teil des Erkundens. Das ist immer der spaßige Teil des Erkundens. Und die Sprachbarriere sollte keine allzu große Herausforderung darstellen.
Und die Sprachbarriere sollte keine allzu große Herausforderung darstellen. Die meisten Leute hier sprechen ziemlich gut Englisch. Die meisten Leute hier sprechen ziemlich gut Englisch. Es war eine Erleichterung. Es wird die Fortbewegung erleichtern. Es war eine Erleichterung. Es wird die Fortbewegung erleichtern. Außerdem ist es eine tolle Gelegenheit, etwas Deutsch zu lernen. Außerdem ist es eine tolle Gelegenheit, etwas Deutsch zu lernen. Definitiv. Ich hätte gerne noch ein paar Sätze. Definitiv. Ich hätte gerne noch ein paar Sätze. Es wird immer geschätzt, wenn man versucht, die Landessprache zu sprechen. Es wird immer geschätzt, wenn man versucht, die Landessprache zu sprechen. Ich stimme zu. Es zeigt Respekt vor der Kultur. Ich stimme zu. Es zeigt Respekt vor der Kultur. Mary, es sieht so aus, als hätten wir einen wundervollen Urlaub vor uns. Mary, es sieht so aus, als hätten wir einen wundervollen Urlaub vor uns. Auf jeden Fall, Michael. Ich kann es kaum erwarten, mit der Erkundung zu beginnen. Auf jeden Fall, Michael. Ich kann es kaum erwarten, mit der Erkundung zu beginnen. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Guten Morgen. Willkommen in unserem Gesundheitstourismuszentrum in der Türkei. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Guten Morgen. Willkommen in unserem Gesundheitstourismuszentrum in der Türkei. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Hallo, ich bin Michael. Ich habe sehr viel Gutes über medizinische Behandlungen in der Türkei gehört und kam hierher, um Hilfe für mein chronisches Nasenproblem zu holen. Hallo, ich bin Michael. Ich habe sehr viel Gutes über medizinische Behandlungen in der Türkei gehört und kam hierher, um Hilfe für mein chronisches Nasenproblem zu holen. Willkommen, Michael. Wir freuen uns, dass Sie sich aus gesundheitlichen Gründen für die Türkei entschieden haben. Können Sie mir mehr über Ihr Nasenproblem erzählen? Willkommen, Michael. Wir freuen uns, dass Sie sich aus gesundheitlichen Gründen für die Türkei entschieden haben. Können Sie mir mehr über Ihr Nasenproblem erzählen? Sicherlich. Jahrelang hatte ich wegen einer Nasenscheidewandverkrümmung Schwierigkeiten, durch die Nase zu atmen. Sicherlich. Jahrelang hatte ich wegen einer Nasenscheidewandverkrümmung Schwierigkeiten, durch die Nase zu atmen. Ich verstehe. Türkiye ist bekannt für seine talentierten HNO-Ärzte. Beginnen wir mit dem Sammeln einiger grundlegender Informationen. Könnte ich bitte Ihren Reisepass und Ihre Krankengeschichte haben? Ich verstehe. Türkiye ist bekannt für seine talentierten HNO-Ärzte. Beginnen wir mit dem Sammeln einiger grundlegender Informationen. Könnte ich bitte Ihren Reisepass und Ihre Krankengeschichte haben? Klar, hier sind meine Unterlagen. Ich habe auch meine bisherigen Krankenakten mitgebracht. Klar, hier sind meine Unterlagen. Ich habe auch meine bisherigen Krankenakten mitgebracht. Danke, Michael. Wir werden Sie beschützen. Haben Sie sich für Ihre Behandlung bereits für ein bestimmtes Krankenhaus oder einen bestimmten Arzt entschieden? Danke, Michael. Wir werden Sie beschützen. Haben Sie sich für Ihre Behandlung bereits für ein bestimmtes Krankenhaus oder einen bestimmten Arzt entschieden? Ich habe einige Nachforschungen angestellt und denke über einige Optionen nach. Können Sie mir basierend auf meiner Situation Vorschläge machen? Ich habe einige Nachforschungen angestellt und denke über einige Optionen nach.
Können Sie mir basierend auf meiner Situation Vorschläge machen? Definitiv. Wir pflegen Partnerschaften mit den besten Krankenhäusern und Spezialisten. Ich werde mit Ihnen Beratungsgespräche vereinbaren, damit Sie Ihren Fall besprechen können. Definitiv. Wir pflegen Partnerschaften mit den besten Krankenhäusern und Spezialisten. Ich werde mit Ihnen Beratungsgespräche vereinbaren, damit Sie Ihren Fall besprechen können. Es hört sich toll an. Könnten Sie über die Vorteile des Medizintourismus in der Türkei sprechen? Es hört sich toll an. Könnten Sie über die Vorteile des Medizintourismus in der Türkei sprechen? Definitiv. Türkei bietet erstklassige Gesundheitsdienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Außerdem finden Sie hier hochmoderne Einrichtungen, erfahrene Ärzte und eine große Auswahl an Behandlungsmöglichkeiten. Definitiv. Türkei bietet erstklassige Gesundheitsdienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Außerdem finden Sie hier hochmoderne Einrichtungen, erfahrene Ärzte und eine große Auswahl an Behandlungsmöglichkeiten. Das ist beeindruckend. Wie sieht die Nachsorge und Genesung aus? Das ist beeindruckend. Wie sieht die Nachsorge und Genesung aus? Unsere Krankenhäuser bieten eine hervorragende postoperative Versorgung, einschließlich Nachsorgeterminen und notwendiger Rehabilitation. Darüber hinaus können Sie in der wunderschönen Türkei eine angenehme Erholung genießen. Unsere Krankenhäuser bieten eine hervorragende postoperative Versorgung, einschließlich Nachsorgeterminen und notwendiger Rehabilitation. Darüber hinaus können Sie in der wunderschönen Türkei eine angenehme Erholung genießen. Was ist mit Sprachbarrieren? Ich kann kein Türkisch. Was ist mit Sprachbarrieren? Ich kann kein Türkisch. Keine Sorge. Die meisten medizinischen Fachkräfte hier sprechen fließend Englisch und bei Bedarf stehen uns auch Übersetzer zur Verfügung. Keine Sorge. Die meisten medizinischen Fachkräfte hier sprechen fließend Englisch und bei Bedarf stehen uns auch Übersetzer zur Verfügung. Das ist beruhigend. Wie sieht es mit Reisevorbereitungen und Unterkunft aus? Das ist beruhigend. Wie sieht es mit Reisevorbereitungen und Unterkunft aus? Wir bieten Unterstützung bei der Reiseplanung, Flughafentransfers und Unterkunft. Wir möchten, dass Ihr Erlebnis so stressfrei wie möglich verläuft. Wir bieten Unterstützung bei der Reiseplanung, Flughafentransfers und Unterkunft. Wir möchten, dass Ihr Erlebnis so stressfrei wie möglich verläuft. Das ist unglaublich nützlich. Wie lange sollte ich für meine Behandlung in der Türkei bleiben? Das ist unglaublich nützlich. Wie lange sollte ich für meine Behandlung in der Türkei bleiben? Die Dauer variiert je nach Eingriff. Wir stellen Ihnen jedoch nach der Terminvereinbarung für Ihre medizinischen Konsultationen einen detaillierten Ablaufplan zur Verfügung. Die Dauer variiert je nach Eingriff. Wir stellen Ihnen jedoch nach der Terminvereinbarung für Ihre medizinischen Konsultationen einen detaillierten Ablaufplan zur Verfügung. Großartig! Wie funktioniert der Zahlungsvorgang im Medizintourismus? Großartig! Wie funktioniert der Zahlungsvorgang im Medizintourismus? Die Bezahlung erfolgt in der Regel direkt an das Krankenhaus oder die Klinik. Wir helfen Ihnen, den Zahlungsvorgang für Ihre spezifische Behandlung zu verstehen.
Die Bezahlung erfolgt in der Regel direkt an das Krankenhaus oder die Klinik. Wir helfen Ihnen, den Zahlungsvorgang für Ihre spezifische Behandlung zu verstehen. Gibt es zusätzliche Kosten, die ich beachten sollte? Gibt es zusätzliche Kosten, die ich beachten sollte? Zusätzlich zu den Behandlungskosten müssen Sie möglicherweise auch Reisekosten, Unterkunft sowie postoperative Medikamente oder Folgetermine einplanen. Zusätzlich zu den Behandlungskosten müssen Sie möglicherweise auch Reisekosten, Unterkunft sowie postoperative Medikamente oder Folgetermine einplanen. Danke für die Information. Da bin ich jetzt zuversichtlicher. Danke für die Information. Da bin ich jetzt zuversichtlicher. Gern geschehen, Michael. Unser Ziel ist es, Ihr Gesundheitstourismus-Erlebnis in der Türkei so reibungslos und erfolgreich wie möglich zu gestalten. Gern geschehen, Michael. Unser Ziel ist es, Ihr Gesundheitstourismus-Erlebnis in der Türkei so reibungslos und erfolgreich wie möglich zu gestalten. Ich schätze es. Wann kann ich mit einer Konsultation beim Arzt rechnen? Ich schätze es. Wann kann ich mit einer Konsultation beim Arzt rechnen? Diese Termine werde ich heute für Sie vereinbaren. In den nächsten Tagen werden Sie sich mit Experten treffen. Diese Termine werde ich heute für Sie vereinbaren. In den nächsten Tagen werden Sie sich mit Experten treffen. Großartig! Ich kann es kaum erwarten, mit meiner Behandlung zu beginnen. Danke für deine Hilfe, Mary. Großartig! Ich kann es kaum erwarten, mit meiner Behandlung zu beginnen. Danke für deine Hilfe, Mary. Gern geschehen, Michael. Wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind hier, um Ihnen bei jedem Schritt zu helfen. Gern geschehen, Michael. Wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind hier, um Ihnen bei jedem Schritt zu helfen. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du dich jemals über die Vielfalt in den USA gewundert? Hey Mary, hast du dich jemals über die Vielfalt in den USA gewundert? Auf jeden Fall, Michael. Die Vereinigten Staaten sind hinsichtlich ihrer Bevölkerung unglaublich vielfältig. Auf jeden Fall, Michael. Die Vereinigten Staaten sind hinsichtlich ihrer Bevölkerung unglaublich vielfältig. Ja, es ist ein Ort, an dem Kulturen und Hintergründe zusammenkommen. Ja, es ist ein Ort, an dem Kulturen und Hintergründe zusammenkommen. Das stimmt, und das spiegelt sich in diesem Gericht wider. Das stimmt, und das spiegelt sich in diesem Gericht wider. Sie haben recht, hier finden Sie Küchen aus aller Welt. Sie haben recht, hier finden Sie Küchen aus aller Welt. Und die Landschaften sind sehr vielfältig. Von Stränden bis hin zu Bergen ist hier alles zu finden. Und die Landschaften sind sehr vielfältig. Von Stränden bis hin zu Bergen ist hier alles zu finden. Vergessen Sie nicht die Nationalparks. Sie sind atemberaubend. Vergessen Sie nicht die Nationalparks. Sie sind atemberaubend. Apropos Natur. Waren Sie schon einmal im Grand Canyon? Apropos Natur. Waren Sie schon einmal im Grand Canyon? Ja, es ist einer der beeindruckendsten Orte, die ich je besucht habe. Ja, es ist einer der beeindruckendsten Orte, die ich je besucht habe.
Und die Musikszene, vom Jazz in New Orleans bis zum Country in Nashville. Und die Musikszene, vom Jazz in New Orleans bis zum Country in Nashville. Die USA haben viele Musikgenres hervorgebracht. Die USA haben viele Musikgenres hervorgebracht. Und natürlich Hollywood. Dies ist die Hauptstadt der Unterhaltung. Und natürlich Hollywood. Dies ist die Hauptstadt der Unterhaltung. Filme und Fernsehsendungen haben eine globale Wirkung. Filme und Fernsehsendungen haben eine globale Wirkung. Wie sieht es mit der politischen Landschaft aus, Michael? Wie sieht es mit der politischen Landschaft aus, Michael? In den letzten Jahren hat es eine ziemliche Polarisierung gegeben. In den letzten Jahren hat es eine ziemliche Polarisierung gegeben. Und Wahlen werden auf der ganzen Welt immer genau beobachtet. Und Wahlen werden auf der ganzen Welt immer genau beobachtet. Die Rolle der Vereinigten Staaten in der Weltpolitik ist wichtig. Die Rolle der Vereinigten Staaten in der Weltpolitik ist wichtig. Das ist richtig. Eine der Supermächte der Welt. Das ist richtig. Eine der Supermächte der Welt. Aber es steht vor Herausforderungen wie Klimawandel und Ungleichheit. Aber es steht vor Herausforderungen wie Klimawandel und Ungleichheit. Dies sind kritische Themen, die Aufmerksamkeit erfordern. Dies sind kritische Themen, die Aufmerksamkeit erfordern. Auch die Gesundheit ist umstritten. Auch die Gesundheit ist umstritten. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung bereitet vielen Menschen Sorgen. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung bereitet vielen Menschen Sorgen. Das Bildungssystem ist von Staat zu Staat unterschiedlich, oder? Das Bildungssystem ist von Staat zu Staat unterschiedlich, oder? Ja, es gibt Unterschiede hinsichtlich des Lehrplans und der Finanzierung. Ja, es gibt Unterschiede hinsichtlich des Lehrplans und der Finanzierung. Einige Universitäten sind jedoch weltweit bekannt. Einige Universitäten sind jedoch weltweit bekannt. Harvard, MIT, Stanford sind einige davon. Harvard, MIT, Stanford sind einige davon. Was ist mit Sport? Was ist mit Sport? Die USA ragen in vielen Sportarten wie Basketball und Baseball heraus. Die USA ragen in vielen Sportarten wie Basketball und Baseball heraus. Und American Football hat eine riesige Fangemeinde. Und American Football hat eine riesige Fangemeinde. Vergessen wir nicht die Olympischen Spiele. Vergessen wir nicht die Olympischen Spiele. Die USA liegen oft an der Spitze der Medaillenwertung. Die USA liegen oft an der Spitze der Medaillenwertung. Wie sieht es mit dem technologischen Fortschritt aus? Wie sieht es mit dem technologischen Fortschritt aus? Silicon Valley steht an der Spitze der Innovation. Silicon Valley steht an der Spitze der Innovation. Unternehmen wie Apple und Google sind Weltriesen. Unternehmen wie Apple und Google sind Weltriesen. Auch die Geschichte der USA ist faszinierend. Auch die Geschichte der USA ist faszinierend. Von den Gründervätern bis zu den Bürgerrechtsbewegungen. Von den Gründervätern bis zu den Bürgerrechtsbewegungen. Und die Geschichte der Indianer wird oft übersehen. Und die Geschichte der Indianer wird oft übersehen. Es ist wichtig, ihre Beiträge anzuerkennen. Es ist wichtig, ihre Beiträge anzuerkennen. Wie geht es der Wirtschaft, Mary?
Wie geht es der Wirtschaft, Mary? Es ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Es ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Aber die Einkommensungleichheit ist besorgniserregend. Aber die Einkommensungleichheit ist besorgniserregend. Das ist richtig. Das ist ein anhaltendes Problem. Das ist richtig. Das ist ein anhaltendes Problem. Die US-Außenpolitik ist wirksam. Die US-Außenpolitik ist wirksam. Es spielt eine Rolle bei der Gestaltung globaler Beziehungen. Es spielt eine Rolle bei der Gestaltung globaler Beziehungen. Und Einwanderung ist ein drängendes Thema. Und Einwanderung ist ein drängendes Thema. Es ist ein komplexes Problem, für das es keine einfache Lösung gibt. Es ist ein komplexes Problem, für das es keine einfache Lösung gibt. Vergessen wir nicht den Kulturexport. Vergessen wir nicht den Kulturexport. Filme, Musik und Mode beeinflussen die Welt. Filme, Musik und Mode beeinflussen die Welt. Der amerikanische Traum lebt für viele noch. Der amerikanische Traum lebt für viele noch. Es ist ein Symbol für Hoffnung und Chance. Es ist ein Symbol für Hoffnung und Chance. Was denken Sie über das Gesundheitssystem? Was denken Sie über das Gesundheitssystem? Meiner Meinung nach ist es ein Thema, das reformiert werden muss. Meiner Meinung nach ist es ein Thema, das reformiert werden muss. Was ist mit den jüngsten Gesundheitskontroversen? Was ist mit den jüngsten Gesundheitskontroversen? Sie zeigen die Notwendigkeit einer Veränderung. Sie zeigen die Notwendigkeit einer Veränderung. Die Pandemie hat gesundheitliche Ungleichheiten deutlich gemacht. Die Pandemie hat gesundheitliche Ungleichheiten deutlich gemacht. Der Zugang zu Impfstoffen war ein globales Problem. Der Zugang zu Impfstoffen war ein globales Problem. Auch die USA spielten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Impfstoffs. Auch die USA spielten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Impfstoffs. Die wissenschaftliche Gemeinschaft hat unglaubliche Arbeit geleistet. Die wissenschaftliche Gemeinschaft hat unglaubliche Arbeit geleistet. Lasst uns den Gang wechseln. Was ist deine Lieblingsstadt in den USA? Lasst uns den Gang wechseln. Was ist deine Lieblingsstadt in den USA? Ich liebe New York City. Seine Energie ist einzigartig. Ich liebe New York City. Seine Energie ist einzigartig. Ich bin ein Fan von San Francisco. Die Golden Gate Bridge ist eine Ikone. Ich bin ein Fan von San Francisco. Die Golden Gate Bridge ist eine Ikone. Waren Sie schon einmal in Washington D.C.? Waren Sie schon einmal in Washington D.C.? Ja, die Geschichte und die Denkmäler sind beeindruckend. Ja, die Geschichte und die Denkmäler sind beeindruckend. Was steht auf Ihrer USA-Reiseliste? Was steht auf Ihrer USA-Reiseliste? Ich würde gerne mehr Nationalparks erkunden. Ich würde gerne mehr Nationalparks erkunden. Yellowstone und Yosemite stehen ebenfalls auf meiner Liste. Yellowstone und Yosemite stehen ebenfalls auf meiner Liste. Wie wäre es mit einem Roadtrip auf der Route 66? Wie wäre es mit einem Roadtrip auf der Route 66? Das sieht aus wie ein klassisches amerikanisches Abenteuer. Das sieht aus wie ein klassisches amerikanisches Abenteuer. Apropos Abenteuer.
In den USA herrschen unterschiedliche Klimazonen. Apropos Abenteuer. In den USA herrschen unterschiedliche Klimazonen. Hier können Sie die vier Jahreszeiten erleben. Hier können Sie die vier Jahreszeiten erleben. Und Festivals, von Mardi Gras bis Coachella. Und Festivals, von Mardi Gras bis Coachella. Sie bieten den Geschmack verschiedener Kulturen. Sie bieten den Geschmack verschiedener Kulturen. Das US-Weltraumprogramm ist bemerkenswert. Das US-Weltraumprogramm ist bemerkenswert. Die Leistungen der NASA sind inspirierend. Die Leistungen der NASA sind inspirierend. Haben Sie amerikanisches Barbecue probiert? Haben Sie amerikanisches Barbecue probiert? Ja. Barbecue im Süden ist ein Muss. Ja. Barbecue im Süden ist ein Muss. Die Gastfreundschaft des Südens ist etwas Besonderes. Die Gastfreundschaft des Südens ist etwas Besonderes. Das US-Rechtssystem ist komplex, nicht wahr? Das US-Rechtssystem ist komplex, nicht wahr? Es variiert von Staat zu Staat, was verwirrend sein kann. Es variiert von Staat zu Staat, was verwirrend sein kann. Es garantiert jedoch die Rechte und Freiheiten des Einzelnen. Es garantiert jedoch die Rechte und Freiheiten des Einzelnen. Die historischen Wahrzeichen der USA sind beeindruckend. Die historischen Wahrzeichen der USA sind beeindruckend. Von der Freiheitsstatue bis zum Mount Rushmore. Von der Freiheitsstatue bis zum Mount Rushmore. Und Museen wie das Smithsonian. Und Museen wie das Smithsonian. Sie sind eine Fundgrube an Informationen. Sie sind eine Fundgrube an Informationen. Wie ist also das Konzept des Föderalismus? Wie ist also das Konzept des Föderalismus? Dies ist ein einzigartiger Aspekt der US-Regierung. Dies ist ein einzigartiger Aspekt der US-Regierung. Die Bill of Rights ist der Grundstein der Demokratie. Die Bill of Rights ist der Grundstein der Demokratie. Es schützt die Grundfreiheiten. Es schützt die Grundfreiheiten. Die Rolle der USA bei der Weltraumforschung ist faszinierend. Die Rolle der USA bei der Weltraumforschung ist faszinierend. Sie leisteten bedeutende Beiträge zur Weltraumwissenschaft. Sie leisteten bedeutende Beiträge zur Weltraumwissenschaft. Was ist mit dem Weltraumwettlauf mit der Sowjetunion? Was ist mit dem Weltraumwettlauf mit der Sowjetunion? Es war ein entscheidender Moment in der Geschichte. Es war ein entscheidender Moment in der Geschichte. Wie bewerten Sie die Waffenkontrolldebatte in den USA? Wie bewerten Sie die Waffenkontrolldebatte in den USA? Es ist ein komplexes Problem, für das es keine einfache Lösung gibt. Es ist ein komplexes Problem, für das es keine einfache Lösung gibt. Wie sieht es mit der Klimaschutzpolitik aus? Wie sieht es mit der Klimaschutzpolitik aus? Die Vereinigten Staaten sind Verpflichtungen eingegangen, aber es gibt noch viel zu tun. Die Vereinigten Staaten sind Verpflichtungen eingegangen, aber es gibt noch viel zu tun. Vergessen wir nicht die Technologiegiganten. Vergessen wir nicht die Technologiegiganten. Sie prägen unsere digitale Welt. Sie prägen unsere digitale Welt. Und die Start-up-Kultur an Orten wie dem Silicon Valley. Und die Start-up-Kultur an Orten wie dem Silicon Valley. Es fördert Innovation und Unternehmertum. Es fördert Innovation und Unternehmertum.
Die Infrastruktur der Vereinigten Staaten ist vielfältig. Die Infrastruktur der Vereinigten Staaten ist vielfältig. Von überfüllten Städten bis hin zu ländlichen Gebieten. Von überfüllten Städten bis hin zu ländlichen Gebieten. Und die Transportmöglichkeiten sind vielfältig. Und die Transportmöglichkeiten sind vielfältig. Roadtrips, Züge und Inlandsflüge sind üblich. Roadtrips, Züge und Inlandsflüge sind üblich. Was denken Sie über die Rolle der USA in globalen Konflikten? Was denken Sie über die Rolle der USA in globalen Konflikten? Dies ist ein komplexes Thema und Diplomatie ist von entscheidender Bedeutung. Dies ist ein komplexes Thema und Diplomatie ist von entscheidender Bedeutung. Die Vereinigten Staaten haben an vielen Friedensmissionen teilgenommen. Die Vereinigten Staaten haben an vielen Friedensmissionen teilgenommen. Als Supermacht ist dies eine Verantwortung. Als Supermacht ist dies eine Verantwortung. Die kulturelle Vielfalt hier ist bereichernd. Die kulturelle Vielfalt hier ist bereichernd. Es schafft eine lebendige Gesellschaft. Es schafft eine lebendige Gesellschaft. Was ist mit den Feierlichkeiten zum 4. Juli? Was ist mit den Feierlichkeiten zum 4. Juli? Dies ist eine patriotische Demonstration. Dies ist eine patriotische Demonstration. Wie sieht es mit dem Einfluss der USA auf die Populärkultur aus? Wie sieht es mit dem Einfluss der USA auf die Populärkultur aus? Hollywood und Musik setzen globale Trends. Hollywood und Musik setzen globale Trends. Das US-amerikanische Hochschulsystem ist prestigeträchtig. Das US-amerikanische Hochschulsystem ist prestigeträchtig. Viele internationale Studierende kommen hierher, um zu studieren. Viele internationale Studierende kommen hierher, um zu studieren. Die Vereinigten Staaten haben eine lange Einwanderungsgeschichte. Die Vereinigten Staaten haben eine lange Einwanderungsgeschichte. Eine Nation von Einwanderern, die ihre Identität prägen. Eine Nation von Einwanderern, die ihre Identität prägen. Aber was ist mit den legendären amerikanischen Ikonen? Aber was ist mit den legendären amerikanischen Ikonen? Vom Weißen Haus bis zur Golden Gate Bridge. Vom Weißen Haus bis zur Golden Gate Bridge. Vergessen wir nicht die US-Verfassung. Vergessen wir nicht die US-Verfassung. Es ist das Fundament der amerikanischen Demokratie. Es ist das Fundament der amerikanischen Demokratie. Was denken Sie über das Wahlkollegium? Was denken Sie über das Wahlkollegium? Ein einzigartiges System zur Wahl des Präsidenten. Ein einzigartiges System zur Wahl des Präsidenten. Wie sieht es mit der Rolle des Obersten Gerichtshofs aus? Wie sieht es mit der Rolle des Obersten Gerichtshofs aus? Es legt die Verfassung aus und schützt sie. Es legt die Verfassung aus und schützt sie. US-Weltraummissionen sind von historischer Bedeutung. US-Weltraummissionen sind von historischer Bedeutung. Die Mondlandung war ein voller Erfolg. Die Mondlandung war ein voller Erfolg. Wie sieht es mit der Glaubensvielfalt in den USA aus? Wie sieht es mit der Glaubensvielfalt in den USA aus? Dies ist ein Beweis für die Religionsfreiheit. Dies ist ein Beweis für die Religionsfreiheit. Wie sehen Sie das US-amerikanische Gesundheitssystem?
Wie sehen Sie das US-amerikanische Gesundheitssystem? Es sind Verbesserungen erforderlich, um es für alle zugänglich zu machen. Es sind Verbesserungen erforderlich, um es für alle zugänglich zu machen. Wie sieht es mit Debatten zwischen öffentlicher und privater Gesundheitsversorgung aus? Wie sieht es mit Debatten zwischen öffentlicher und privater Gesundheitsversorgung aus? Sie betonen die Notwendigkeit einer Reform. Sie betonen die Notwendigkeit einer Reform. Die Beiträge der USA zur Wissenschaft sind bemerkenswert. Die Beiträge der USA zur Wissenschaft sind bemerkenswert. Hier wurden viele bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Hier wurden viele bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Wie sieht es mit dem Vorstoß für erneuerbare Energien aus? Wie sieht es mit dem Vorstoß für erneuerbare Energien aus? Es ist sehr wichtig im Hinblick auf die Bekämpfung des Klimawandels. Es ist sehr wichtig im Hinblick auf die Bekämpfung des Klimawandels. Die Rolle der USA in internationalen Organisationen? Die Rolle der USA in internationalen Organisationen? Es spielt eine wichtige Rolle in der globalen Governance. Es spielt eine wichtige Rolle in der globalen Governance. Die Freiheitsstatue ist ein Symbol der Hoffnung. Die Freiheitsstatue ist ein Symbol der Hoffnung. Es heißt diejenigen willkommen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Es heißt diejenigen willkommen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Wie sieht es mit den Beziehungen der USA zu den Nachbarländern aus? Wie sieht es mit den Beziehungen der USA zu den Nachbarländern aus? Sie sind wichtig für die regionale Stabilität. Sie sind wichtig für die regionale Stabilität. Wie beurteilen Sie die Haltung der USA zu Menschenrechten? Wie beurteilen Sie die Haltung der USA zu Menschenrechten? Dies ist ein komplexes Problem, das verbesserungswürdig ist. Dies ist ein komplexes Problem, das verbesserungswürdig ist. Der US-Ansatz zur Einwanderung wird diskutiert. Der US-Ansatz zur Einwanderung wird diskutiert. Sicherheit und Mitgefühl in Einklang zu bringen, ist eine Herausforderung. Sicherheit und Mitgefühl in Einklang zu bringen, ist eine Herausforderung. Der Einfluss der USA auf die Technologie ist enorm. Der Einfluss der USA auf die Technologie ist enorm. Es ist das Zentrum für Innovation und Entwicklung. Es ist das Zentrum für Innovation und Entwicklung. Was ist mit dem Erbe effektiver Führungskräfte? Was ist mit dem Erbe effektiver Führungskräfte? Die Geschichte wird von linken Dekan Martin Luther King Jr. geprägt. Die Geschichte wird von linken Dekan Martin Luther King Jr. geprägt. Die Rolle der USA bei globalen Gesundheitsinitiativen? Die Rolle der USA bei globalen Gesundheitsinitiativen? Es verfügt über die Ressourcen, um eine erhebliche Wirkung zu erzielen. Es verfügt über die Ressourcen, um eine erhebliche Wirkung zu erzielen. Wie steht es mit der Betonung des Individualismus in der amerikanischen Kultur? Wie steht es mit der Betonung des Individualismus in der amerikanischen Kultur? Dies ist ein prägender Aspekt der amerikanischen Psyche. Dies ist ein prägender Aspekt der amerikanischen Psyche. Das Verhältnis der Vereinigten Staaten zu den Vereinten Nationen? Das Verhältnis der Vereinigten Staaten zu den Vereinten Nationen? Es spielt eine wichtige Rolle in der internationalen Diplomatie.
Es spielt eine wichtige Rolle in der internationalen Diplomatie. US-Bemühungen zur globalen Bildung. US-Bemühungen zur globalen Bildung. Es ist notwendig, die globale Verständigung zu fördern. Es ist notwendig, die globale Verständigung zu fördern. Wie steht es mit der Bedeutung der freien Meinungsäußerung in den Vereinigten Staaten? Wie steht es mit der Bedeutung der freien Meinungsäußerung in den Vereinigten Staaten? Es ist der Grundstein für Demokratie und Meinungsäußerung. Es ist der Grundstein für Demokratie und Meinungsäußerung. US-Beteiligung an internationalen Konflikten? US-Beteiligung an internationalen Konflikten? Dies ist ein komplexes Thema mit unterschiedlichen Perspektiven. Dies ist ein komplexes Thema mit unterschiedlichen Perspektiven. Wie stehen Sie zu den US-amerikanischen Auslandshilfeprogrammen? Wie stehen Sie zu den US-amerikanischen Auslandshilfeprogrammen? Sie zeigen ein Engagement für globalen Wohlstand. Sie zeigen ein Engagement für globalen Wohlstand. Haltung der USA zum Klimawandel? Haltung der USA zum Klimawandel? Es ist von entscheidender Bedeutung für die globale ökologische Nachhaltigkeit. Es ist von entscheidender Bedeutung für die globale ökologische Nachhaltigkeit. US-Beiträge zur Weltraumforschung? US-Beiträge zur Weltraumforschung? Sie haben die Grenzen des menschlichen Wissens überschritten. Sie haben die Grenzen des menschlichen Wissens überschritten. Wie sieht es mit den Auswirkungen der Technologiebranche auf die Gesellschaft aus? Wie sieht es mit den Auswirkungen der Technologiebranche auf die Gesellschaft aus? Die Art und Weise, wie wir leben und kommunizieren, hat sich verändert. Die Art und Weise, wie wir leben und kommunizieren, hat sich verändert. Die Rolle der USA in der globalen Sicherheit. Die Rolle der USA in der globalen Sicherheit. Als große Weltmacht ist dies eine Verantwortung. Als große Weltmacht ist dies eine Verantwortung. Wie beurteilen Sie die Kulturexporte der USA? Wie beurteilen Sie die Kulturexporte der USA? Sie prägen die Populärkultur auf der ganzen Welt. Sie prägen die Populärkultur auf der ganzen Welt. Wie steht es mit dem Einfluss amerikanischer Mode? Wie steht es mit dem Einfluss amerikanischer Mode? Es setzt Trends und Stile auf globaler Ebene. Es setzt Trends und Stile auf globaler Ebene. Das Engagement der Vereinigten Staaten für die internationale Entwicklung? Das Engagement der Vereinigten Staaten für die internationale Entwicklung? Dies spiegelt das Bekenntnis zum globalen Fortschritt wider. Dies spiegelt das Bekenntnis zum globalen Fortschritt wider. Wie steht es mit dem Einfluss amerikanischer Literatur? Wie steht es mit dem Einfluss amerikanischer Literatur? Es hat Schriftsteller und Leser auf der ganzen Welt beeinflusst. Es hat Schriftsteller und Leser auf der ganzen Welt beeinflusst. Der US-Ansatz zur Strafjustiz. Der US-Ansatz zur Strafjustiz. Dies ist ein Thema, das ständige Reformen erfordert. Dies ist ein Thema, das ständige Reformen erfordert. Wie steht es um die Bedeutung der Bürgerrechtsbewegung? Wie steht es um die Bedeutung der Bürgerrechtsbewegung? Ein entscheidender Moment im Kampf um Gleichberechtigung. Ein entscheidender Moment im Kampf um Gleichberechtigung. Humanitäre Bemühungen der USA? Humanitäre Bemühungen der USA?
Sie machen in Krisenzeiten einen Unterschied. Sie machen in Krisenzeiten einen Unterschied. Die Rolle der Kunst in der amerikanischen Kultur? Die Rolle der Kunst in der amerikanischen Kultur? Es spiegelt die Vielfalt und Kreativität der Nation wider. Es spiegelt die Vielfalt und Kreativität der Nation wider. Wie wichtig ist bürgerschaftliches Engagement? Wie wichtig ist bürgerschaftliches Engagement? Es ist der Grundstein einer gesunden Demokratie. Es ist der Grundstein einer gesunden Demokratie. US-Beiträge zur medizinischen Forschung? US-Beiträge zur medizinischen Forschung? Sie führten zu bahnbrechenden Entdeckungen. Sie führten zu bahnbrechenden Entdeckungen. Wie steht es mit der Bedeutung amerikanischer Feiertage? Wie steht es mit der Bedeutung amerikanischer Feiertage? Sie feiern Geschichte, Kultur und Gemeinschaft. Sie feiern Geschichte, Kultur und Gemeinschaft. Die Rolle der USA in der globalen Wirtschaftspolitik. Die Rolle der USA in der globalen Wirtschaftspolitik. Ein wichtiger Akteur bei der Gestaltung der Weltwirtschaft. Ein wichtiger Akteur bei der Gestaltung der Weltwirtschaft. Internationale diplomatische Bemühungen der USA. Internationale diplomatische Bemühungen der USA. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahrung von Frieden und Stabilität. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahrung von Frieden und Stabilität. Der Einfluss amerikanischer Literatur auf die Welt. Der Einfluss amerikanischer Literatur auf die Welt. Es hat die Literaturlandschaft weltweit geprägt. Es hat die Literaturlandschaft weltweit geprägt. Wie sieht es mit den Auswirkungen amerikanischer Erfindungen aus? Wie sieht es mit den Auswirkungen amerikanischer Erfindungen aus? Sie haben verschiedene Branchen revolutioniert. Sie haben verschiedene Branchen revolutioniert. US-Beiträge zum Umweltschutz. US-Beiträge zum Umweltschutz. Sie sind ein Beispiel für nachhaltiges Handeln. Sie sind ein Beispiel für nachhaltiges Handeln. Die Bedeutung der Wahrzeichen Amerikas. Die Bedeutung der Wahrzeichen Amerikas. Sie sind ein Zeugnis der Geschichte der Nation. Sie sind ein Zeugnis der Geschichte der Nation. Wie steht es mit der Rolle der amerikanischen Musik in der globalen Kultur? Wie steht es mit der Rolle der amerikanischen Musik in der globalen Kultur? Es ist eine universelle Sprache, die Grenzen überschreitet. Es ist eine universelle Sprache, die Grenzen überschreitet. US-Katastrophenhilfemaßnahmen? US-Katastrophenhilfemaßnahmen? Sie leisten in Krisenzeiten entscheidende Hilfe. Sie leisten in Krisenzeiten entscheidende Hilfe. Der Einfluss amerikanischer Technologie auf das tägliche Leben? Der Einfluss amerikanischer Technologie auf das tägliche Leben? Die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und kommunizieren, hat sich verändert. Die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und kommunizieren, hat sich verändert. US-Beiträge zur Weltraumforschung? US-Beiträge zur Weltraumforschung? Sie erweiterten unser Verständnis des Universums. Sie erweiterten unser Verständnis des Universums. Wie steht es mit der Rolle der amerikanischen Küche in der globalen Esskultur? Wie steht es mit der Rolle der amerikanischen Küche in der globalen Esskultur? Es hat den Geschmack auf der ganzen Welt beeinflusst.
Es hat den Geschmack auf der ganzen Welt beeinflusst. Haltung der USA zu internationalen Menschenrechten. Haltung der USA zu internationalen Menschenrechten. Dies ist ein kontinuierliches Engagement für eine gerechte Welt. Dies ist ein kontinuierliches Engagement für eine gerechte Welt. Die Bedeutung des amerikanischen Sports in der globalen Kultur. Die Bedeutung des amerikanischen Sports in der globalen Kultur. Sie sind eine Quelle der Unterhaltung und der Einheit. Sie sind eine Quelle der Unterhaltung und der Einheit. Die Rolle der USA bei der Förderung globaler Bildung. Die Rolle der USA bei der Förderung globaler Bildung. Das ist sehr wichtig für eine bewusstere Welt. Das ist sehr wichtig für eine bewusstere Welt. Wie wichtig ist es, das kulturelle Erbe zu bewahren? Wie wichtig ist es, das kulturelle Erbe zu bewahren? Dies ist ein Beweis für den Reichtum der Menschheitsgeschichte. Dies ist ein Beweis für den Reichtum der Menschheitsgeschichte. Beitrag der USA zum medizinischen Fortschritt. Beitrag der USA zum medizinischen Fortschritt. Sie haben weltweit unzählige Leben gerettet. Sie haben weltweit unzählige Leben gerettet. Welchen Einfluss hat das amerikanische Kino auf die globale Unterhaltung? Welchen Einfluss hat das amerikanische Kino auf die globale Unterhaltung? Es ist ein leistungsstarkes Tool zum Geschichtenerzählen auf der ganzen Welt. Es ist ein leistungsstarkes Tool zum Geschichtenerzählen auf der ganzen Welt. Internationale Friedenssicherungsbemühungen der USA. Internationale Friedenssicherungsbemühungen der USA. Sie tragen zur globalen Stabilität und Sicherheit bei. Sie tragen zur globalen Stabilität und Sicherheit bei. Welche Rolle die amerikanische Architektur bei der Gestaltung von Städten spielt? Welche Rolle die amerikanische Architektur bei der Gestaltung von Städten spielt? Es hat die Stadtlandschaften nachhaltig geprägt. Es hat die Stadtlandschaften nachhaltig geprägt. Wie steht es um die Bedeutung der Ikonen der amerikanischen Popkultur? Wie steht es um die Bedeutung der Ikonen der amerikanischen Popkultur? Dies sind Symbole für Kreativität und Einfluss. Dies sind Symbole für Kreativität und Einfluss. Der Einfluss der USA auf internationale Modetrends. Der Einfluss der USA auf internationale Modetrends. Es ist ein Spiegelbild von Stil und Kreativität. Es ist ein Spiegelbild von Stil und Kreativität. Das Engagement der Vereinigten Staaten für die globale öffentliche Gesundheit. Das Engagement der Vereinigten Staaten für die globale öffentliche Gesundheit. Dies ist ein sehr wichtiger Teil des weltweiten Wohlstands. Dies ist ein sehr wichtiger Teil des weltweiten Wohlstands. Wie bewerten Sie den Ansatz der USA im internationalen Handel? Wie bewerten Sie den Ansatz der USA im internationalen Handel? Es ist ein wichtiger Motor der Weltwirtschaft. Es ist ein wichtiger Motor der Weltwirtschaft. Wie wichtig ist es, Naturgebiete zu schützen? Wie wichtig ist es, Naturgebiete zu schützen? Es ist lebenswichtig für die Gesundheit unseres Planeten. Es ist lebenswichtig für die Gesundheit unseres Planeten. US-Beiträge zur technologischen Innovation. US-Beiträge zur technologischen Innovation. Sie haben Industrien auf der ganzen Welt revolutioniert. Sie haben Industrien auf der ganzen Welt revolutioniert.
Welchen Einfluss hat das amerikanische Fernsehen auf die globale Kultur? Welchen Einfluss hat das amerikanische Fernsehen auf die globale Kultur? Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug zum Geschichtenerzählen und zur Information. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug zum Geschichtenerzählen und zur Information. Die Rolle der USA bei der Gestaltung der internationalen Politik. Die Rolle der USA bei der Gestaltung der internationalen Politik. Es betrifft ein breites Spektrum globaler Probleme. Es betrifft ein breites Spektrum globaler Probleme. Die Bedeutung amerikanischer Folklore und Legenden. Die Bedeutung amerikanischer Folklore und Legenden. Sie sind Teil des kulturellen Gefüges der Nation. Sie sind Teil des kulturellen Gefüges der Nation. Bemühungen der USA, die Menschenwürde weltweit zu fördern. Bemühungen der USA, die Menschenwürde weltweit zu fördern. Dies ist ein Beweis für das Engagement für Gerechtigkeit. Dies ist ein Beweis für das Engagement für Gerechtigkeit. Wie sehen Sie die Rolle der USA bei der globalen Innovation? Wie sehen Sie die Rolle der USA bei der globalen Innovation? Es war die treibende Kraft des technischen Fortschritts. Es war die treibende Kraft des technischen Fortschritts. Wie wichtig ist der interkulturelle Austausch? Wie wichtig ist der interkulturelle Austausch? Es verbessert das Verständnis und den gegenseitigen Respekt. Es verbessert das Verständnis und den gegenseitigen Respekt. Beiträge der USA zum globalen Kulturerbe. Beiträge der USA zum globalen Kulturerbe. Sie sind Teil der gemeinsamen Geschichte der Welt. Sie sind Teil der gemeinsamen Geschichte der Welt. Der Einfluss der amerikanischen Philosophie auf das globale Denken. Der Einfluss der amerikanischen Philosophie auf das globale Denken. Es hat den intellektuellen Diskurs auf der ganzen Welt beeinflusst. Es hat den intellektuellen Diskurs auf der ganzen Welt beeinflusst. US-Bemühungen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung. US-Bemühungen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung. Dies ist ein Schritt in Richtung einer inklusiveren Welt. Dies ist ein Schritt in Richtung einer inklusiveren Welt. Wie sehen Sie den Einfluss der USA auf das Völkerrecht? Wie sehen Sie den Einfluss der USA auf das Völkerrecht? Es spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen. Wie steht es mit der Bedeutung amerikanischer sozialer Bewegungen? Wie steht es mit der Bedeutung amerikanischer sozialer Bewegungen? Sie waren weltweit Katalysatoren für Veränderungen. Sie waren weltweit Katalysatoren für Veränderungen. Welche Rolle spielen die USA bei der Lösung globaler Gesundheitsprobleme? Welche Rolle spielen die USA bei der Lösung globaler Gesundheitsprobleme? Ein wesentlicher Teil des globalen Wohlstands. Ein wesentlicher Teil des globalen Wohlstands. Die Bedeutung der amerikanischen Kulturdiplomatie. Die Bedeutung der amerikanischen Kulturdiplomatie. Es fördert das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit. Es fördert das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit. Wie beurteilen Sie den Einfluss der USA auf die globalen Medien? Wie beurteilen Sie den Einfluss der USA auf die globalen Medien? Es ist eine starke Kraft bei der Gestaltung des öffentlichen Diskurses.
Es ist eine starke Kraft bei der Gestaltung des öffentlichen Diskurses. Wie steht es um die Bedeutung amerikanischer Folklore und Traditionen? Wie steht es um die Bedeutung amerikanischer Folklore und Traditionen? Sie spiegeln die reiche Geschichte des Landes wider. Sie spiegeln die reiche Geschichte des Landes wider. Bemühungen der USA zur Verbesserung der internationalen Sicherheit. Bemühungen der USA zur Verbesserung der internationalen Sicherheit. Sie tragen zu einer stabileren Welt bei. Sie tragen zu einer stabileren Welt bei. Der Einfluss der amerikanischen Literatur auf das globale Denken. Der Einfluss der amerikanischen Literatur auf das globale Denken. Es ist ein bereicherter intellektueller Diskurs auf der ganzen Welt. Es ist ein bereicherter intellektueller Diskurs auf der ganzen Welt. Beiträge der USA zur globalen wissenschaftlichen Forschung. Beiträge der USA zur globalen wissenschaftlichen Forschung. Sie haben das menschliche Wissen in vielen Bereichen erweitert. Sie haben das menschliche Wissen in vielen Bereichen erweitert. Die Auswirkungen amerikanischer Technologie auf Entwicklungsländer. Die Auswirkungen amerikanischer Technologie auf Entwicklungsländer. Es spielte eine Rolle in der globalen Entwicklung. Es spielte eine Rolle in der globalen Entwicklung. Die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Förderung des weltweiten Zugangs zu Bildung. Die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Förderung des weltweiten Zugangs zu Bildung. Das ist sehr wichtig für eine bewusstere Welt. Das ist sehr wichtig für eine bewusstere Welt. Wie bewerten Sie den US-Ansatz zur globalen Governance? Wie bewerten Sie den US-Ansatz zur globalen Governance? Sie ist ein wichtiger Akteur bei der Gestaltung der internationalen Politik. Sie ist ein wichtiger Akteur bei der Gestaltung der internationalen Politik. Wie wichtig ist es, die indigenen Kulturen zu bewahren? Wie wichtig ist es, die indigenen Kulturen zu bewahren? Es ist von entscheidender Bedeutung für kulturelle Vielfalt und Verständnis. Es ist von entscheidender Bedeutung für kulturelle Vielfalt und Verständnis. US-Bemühungen zur Verbesserung der Pressefreiheit. US-Bemühungen zur Verbesserung der Pressefreiheit. Es ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Es ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Die Bedeutung von Amerikas Beiträgen zur Kunst. Die Bedeutung von Amerikas Beiträgen zur Kunst. Sie haben den globalen kreativen Ausdruck bereichert. Sie haben den globalen kreativen Ausdruck bereichert. Einfluss der USA auf die internationale Modebranche. Einfluss der USA auf die internationale Modebranche. Es setzt Trends und Stile auf globaler Ebene. Es setzt Trends und Stile auf globaler Ebene. Die Bedeutung der amerikanischen Führung in globalen Krisen. Die Bedeutung der amerikanischen Führung in globalen Krisen. Es ist für koordinierte Reaktionen notwendig. Es ist für koordinierte Reaktionen notwendig. Wie beurteilen Sie die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Wahrung des Weltfriedens? Wie beurteilen Sie die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Wahrung des Weltfriedens? Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufrechterhaltung der globalen Stabilität. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufrechterhaltung der globalen Stabilität. Wie wichtig ist Amerikas Beitrag zur globalen Gesundheit?
Wie wichtig ist Amerikas Beitrag zur globalen Gesundheit? Es hat sich positiv auf den Wohlstand auf der ganzen Welt ausgewirkt. Es hat sich positiv auf den Wohlstand auf der ganzen Welt ausgewirkt. US-Bemühungen zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit. US-Bemühungen zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit. Es ist ein Vorbild für verantwortungsvolles Management. Es ist ein Vorbild für verantwortungsvolles Management. Der Einfluss amerikanischer Musik auf die globale Kultur. Der Einfluss amerikanischer Musik auf die globale Kultur. Es ist eine universelle Sprache, die Grenzen überschreitet. Es ist eine universelle Sprache, die Grenzen überschreitet. Beiträge der USA zum internationalen Kulturaustausch. Beiträge der USA zum internationalen Kulturaustausch. Sie entwickeln Verständnis und Wertschätzung. Sie entwickeln Verständnis und Wertschätzung. Die Rolle der amerikanischen Philanthropie in der globalen Entwicklung. Die Rolle der amerikanischen Philanthropie in der globalen Entwicklung. Er hat maßgeblich zu positiven Veränderungen beigetragen. Er hat maßgeblich zu positiven Veränderungen beigetragen. Wie bewerten Sie den Einfluss der Vereinigten Staaten auf die globale Bildung? Wie bewerten Sie den Einfluss der Vereinigten Staaten auf die globale Bildung? Er spielte eine Rolle bei der Erweiterung des Zugangs zu Informationen. Er spielte eine Rolle bei der Erweiterung des Zugangs zu Informationen. Wie wichtig ist es, historische Stätten zu erhalten? Wie wichtig ist es, historische Stätten zu erhalten? Sie sind eine Verbindung zu unserem gemeinsamen menschlichen Erbe. Sie sind eine Verbindung zu unserem gemeinsamen menschlichen Erbe. Bemühungen der USA zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Bemühungen der USA zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung globaler Herausforderungen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung globaler Herausforderungen. Welche Bedeutung haben Amerikas Beiträge zur Weltraumforschung? Welche Bedeutung haben Amerikas Beiträge zur Weltraumforschung? Sie erweiterten unser Verständnis des Universums. Sie erweiterten unser Verständnis des Universums. Der Einfluss amerikanischer Werte auf den globalen Diskurs. Der Einfluss amerikanischer Werte auf den globalen Diskurs. Sie prägten Gespräche über Menschenrechte und Demokratie. Sie prägten Gespräche über Menschenrechte und Demokratie. US-Beiträge zu weltweiten Katastrophenhilfebemühungen. US-Beiträge zu weltweiten Katastrophenhilfebemühungen. Sie leisten in Krisenzeiten entscheidende Hilfe. Sie leisten in Krisenzeiten entscheidende Hilfe. Die Rolle der amerikanischen Führung bei der Lösung globaler Ungleichheiten. Die Rolle der amerikanischen Führung bei der Lösung globaler Ungleichheiten. Dies ist für eine gerechtere und egalitärere Welt unerlässlich. Dies ist für eine gerechtere und egalitärere Welt unerlässlich. Wie bewerten Sie den Einfluss der USA auf globale Innovationen? Wie bewerten Sie den Einfluss der USA auf globale Innovationen? Es war die treibende Kraft des technischen Fortschritts. Es war die treibende Kraft des technischen Fortschritts. Wie wichtig ist der interkulturelle Austausch? Wie wichtig ist der interkulturelle Austausch?
Es verbessert das Verständnis und den gegenseitigen Respekt. Es verbessert das Verständnis und den gegenseitigen Respekt. Beiträge der USA zum globalen Kulturerbe. Beiträge der USA zum globalen Kulturerbe. Sie sind Teil der gemeinsamen Geschichte der Welt. Sie sind Teil der gemeinsamen Geschichte der Welt. Der Einfluss der amerikanischen Philosophie auf das globale Denken. Der Einfluss der amerikanischen Philosophie auf das globale Denken. Es hat den intellektuellen Diskurs auf der ganzen Welt beeinflusst. Es hat den intellektuellen Diskurs auf der ganzen Welt beeinflusst. US-Bemühungen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung. US-Bemühungen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung. Dies ist ein Schritt in Richtung einer inklusiveren Welt. Dies ist ein Schritt in Richtung einer inklusiveren Welt. Wie sehen Sie den Einfluss der USA auf das Völkerrecht? Wie sehen Sie den Einfluss der USA auf das Völkerrecht? Es spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen. Wie steht es mit der Bedeutung amerikanischer sozialer Bewegungen? Wie steht es mit der Bedeutung amerikanischer sozialer Bewegungen? Sie waren weltweit Katalysatoren für Veränderungen. Sie waren weltweit Katalysatoren für Veränderungen. Welche Rolle spielen die USA bei der Lösung globaler Gesundheitsprobleme? Welche Rolle spielen die USA bei der Lösung globaler Gesundheitsprobleme? Ein wesentlicher Teil des globalen Wohlstands. Ein wesentlicher Teil des globalen Wohlstands. Die Bedeutung der amerikanischen Kulturdiplomatie. Die Bedeutung der amerikanischen Kulturdiplomatie. Es fördert das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit. Es fördert das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit. Wie beurteilen Sie den Einfluss der USA auf die globalen Medien? Wie beurteilen Sie den Einfluss der USA auf die globalen Medien? Es ist eine starke Kraft bei der Gestaltung des öffentlichen Diskurses. Es ist eine starke Kraft bei der Gestaltung des öffentlichen Diskurses. Wie steht es um die Bedeutung amerikanischer Folklore und Traditionen? Wie steht es um die Bedeutung amerikanischer Folklore und Traditionen? Sie spiegeln die reiche Geschichte des Landes wider. Sie spiegeln die reiche Geschichte des Landes wider. Bemühungen der USA zur Verbesserung der internationalen Sicherheit. Bemühungen der USA zur Verbesserung der internationalen Sicherheit. Sie tragen zu einer stabileren Welt bei. Sie tragen zu einer stabileren Welt bei. Der Einfluss der amerikanischen Literatur auf das globale Denken. Der Einfluss der amerikanischen Literatur auf das globale Denken. Es ist ein bereicherter intellektueller Diskurs auf der ganzen Welt. Es ist ein bereicherter intellektueller Diskurs auf der ganzen Welt. Beiträge der USA zur globalen wissenschaftlichen Forschung. Beiträge der USA zur globalen wissenschaftlichen Forschung. Sie haben das menschliche Wissen in vielen Bereichen erweitert. Sie haben das menschliche Wissen in vielen Bereichen erweitert. Die Auswirkungen amerikanischer Technologie auf Entwicklungsländer. Die Auswirkungen amerikanischer Technologie auf Entwicklungsländer. Es spielte eine Rolle in der globalen Entwicklung. Es spielte eine Rolle in der globalen Entwicklung. Die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Förderung des weltweiten Zugangs zu Bildung.
Die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Förderung des weltweiten Zugangs zu Bildung? Das ist sehr wichtig für eine bewusstere Welt. Das ist sehr wichtig für eine bewusstere Welt. Wie bewerten Sie den US-Ansatz zur globalen Governance? Wie bewerten Sie den US-Ansatz zur globalen Governance? Sie ist ein wichtiger Akteur bei der Gestaltung der internationalen Politik. Sie ist ein wichtiger Akteur bei der Gestaltung der internationalen Politik. Wie wichtig ist es, die indigenen Kulturen zu bewahren? Wie wichtig ist es, die indigenen Kulturen zu bewahren? Es ist von entscheidender Bedeutung für kulturelle Vielfalt und Verständnis. Es ist von entscheidender Bedeutung für kulturelle Vielfalt und Verständnis. US-Bemühungen zur Verbesserung der Pressefreiheit. US-Bemühungen zur Verbesserung der Pressefreiheit. Es ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Es ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Die Bedeutung von Amerikas Beiträgen zur Kunst. Die Bedeutung von Amerikas Beiträgen zur Kunst. Sie haben den globalen kreativen Ausdruck bereichert. Sie haben den globalen kreativen Ausdruck bereichert. Einfluss der USA auf die internationale Modebranche. Einfluss der USA auf die internationale Modebranche. Es setzt Trends und Stile auf globaler Ebene. Es setzt Trends und Stile auf globaler Ebene. Die Bedeutung der amerikanischen Führung in globalen Krisen. Die Bedeutung der amerikanischen Führung in globalen Krisen. Es ist für koordinierte Reaktionen notwendig. Es ist für koordinierte Reaktionen notwendig. Wie beurteilen Sie die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Wahrung des Weltfriedens? Wie beurteilen Sie die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Wahrung des Weltfriedens? Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufrechterhaltung der globalen Stabilität. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufrechterhaltung der globalen Stabilität. Wie wichtig ist Amerikas Beitrag zur globalen Gesundheit? Wie wichtig ist Amerikas Beitrag zur globalen Gesundheit? Es hat sich positiv auf den Wohlstand auf der ganzen Welt ausgewirkt. Es hat sich positiv auf den Wohlstand auf der ganzen Welt ausgewirkt. US-Bemühungen zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit. US-Bemühungen zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit. Es ist ein Vorbild für verantwortungsvolles Management. Es ist ein Vorbild für verantwortungsvolles Management. Der Einfluss amerikanischer Musik auf die globale Kultur. Der Einfluss amerikanischer Musik auf die globale Kultur. Es ist eine universelle Sprache, die Grenzen überschreitet. Es ist eine universelle Sprache, die Grenzen überschreitet. Beiträge der USA zum internationalen Kulturaustausch. Beiträge der USA zum internationalen Kulturaustausch. Sie entwickeln Verständnis und Wertschätzung. Sie entwickeln Verständnis und Wertschätzung. Die Rolle der amerikanischen Philanthropie in der globalen Entwicklung. Die Rolle der amerikanischen Philanthropie in der globalen Entwicklung. Er hat maßgeblich zu positiven Veränderungen beigetragen. Er hat maßgeblich zu positiven Veränderungen beigetragen. Wie bewerten Sie den Einfluss der Vereinigten Staaten auf die globale Bildung? Wie bewerten Sie den Einfluss der Vereinigten Staaten auf die globale Bildung?
Er spielte eine Rolle bei der Erweiterung des Zugangs zu Informationen. Er spielte eine Rolle bei der Erweiterung des Zugangs zu Informationen. Wie wichtig ist es, historische Stätten zu erhalten? Wie wichtig ist es, historische Stätten zu erhalten? Sie sind eine Verbindung zu unserem gemeinsamen menschlichen Erbe. Sie sind eine Verbindung zu unserem gemeinsamen menschlichen Erbe. Bemühungen der USA zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Bemühungen der USA zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung globaler Herausforderungen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung globaler Herausforderungen. Welche Bedeutung haben Amerikas Beiträge zur Weltraumforschung? Welche Bedeutung haben Amerikas Beiträge zur Weltraumforschung? Sie erweiterten unser Verständnis des Universums. Sie erweiterten unser Verständnis des Universums. Der Einfluss amerikanischer Werte auf den globalen Diskurs? Der Einfluss amerikanischer Werte auf den globalen Diskurs? Sie prägten Gespräche über Menschenrechte und Demokratie. Sie prägten Gespräche über Menschenrechte und Demokratie. US-Beiträge zu weltweiten Katastrophenhilfebemühungen. US-Beiträge zu weltweiten Katastrophenhilfebemühungen. Sie leisten in Krisenzeiten entscheidende Hilfe. Sie leisten in Krisenzeiten entscheidende Hilfe. Die Rolle der amerikanischen Führung bei der Lösung globaler Ungleichheiten. Die Rolle der amerikanischen Führung bei der Lösung globaler Ungleichheiten. Dies ist für eine gerechtere und egalitärere Welt unerlässlich. Dies ist für eine gerechtere und egalitärere Welt unerlässlich. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals das Leben von Leonardo da Vinci erforscht? Hey Mary, hast du jemals das Leben von Leonardo da Vinci erforscht? Definitiv. Er war eine so beeindruckende Persönlichkeit, ein wahrer Renaissance-Mann. Definitiv. Er war eine so beeindruckende Persönlichkeit, ein wahrer Renaissance-Mann. Tatsächlich kannten seine Talente keine Grenzen. Er war in vielen Bereichen erfolgreich. Von der Malerei bis zum Ingenieurwesen. Tatsächlich kannten seine Talente keine Grenzen. Er war in vielen Bereichen erfolgreich. Von der Malerei bis zum Ingenieurwesen. Seine künstlerischen Meisterwerke wie die Mona Lisa und das Abendmahl werden noch heute gefeiert. Seine künstlerischen Meisterwerke wie die Mona Lisa und das Abendmahl werden noch heute gefeiert. Ganz zu schweigen von seinen erstaunlichen Erfindungen. Der Mann war ein Visionär. Ganz zu schweigen von seinen erstaunlichen Erfindungen. Der Mann war ein Visionär. Das ist wahr. Seine Notizbücher sind eine Fundgrube genialer Ideen. Das ist wahr. Seine Notizbücher sind eine Fundgrube genialer Ideen. Ich habe gehört, dass sie auch ein aufmerksamer Beobachter der Natur sind. Seine detaillierten Anatomiezeichnungen sind bahnbrechend. Ich habe gehört, dass sie auch ein aufmerksamer Beobachter der Natur sind. Seine detaillierten Anatomiezeichnungen sind bahnbrechend. Ja, er sezierte Leichen, um den menschlichen Körper besser zu verstehen. Ja, er sezierte Leichen, um den menschlichen Körper besser zu verstehen. Es ist erstaunlich, wie er Kunst und Wissenschaft so nahtlos verbinden kann.
Es ist erstaunlich, wie er Kunst und Wissenschaft so nahtlos verbinden kann. Definitiv. Er hatte eine unstillbare Neugier auf die Welt. Definitiv. Er hatte eine unstillbare Neugier auf die Welt. Und dieses Lächeln der Mona Lisa scheint tausende von Geheimnissen zu bergen. Und dieses Lächeln der Mona Lisa scheint tausende von Geheimnissen zu bergen. Manche sagen, er habe jahrelang an diesem Gemälde gearbeitet und jedes Detail perfektioniert. Manche sagen, er habe jahrelang an diesem Gemälde gearbeitet und jedes Detail perfektioniert. Es ist unglaublich, wie einfühlsam er menschliche Emotionen einfängt. Es ist unglaublich, wie einfühlsam er menschliche Emotionen einfängt. Und das letzte Abendmahl ist wirklich erstaunlich mit seiner komplexen Komposition und dem Einsatz von Perspektiven. Und das letzte Abendmahl ist wirklich erstaunlich mit seiner komplexen Komposition und dem Einsatz von Perspektiven. Seine Techniken revolutionierten die Kunstwelt. Seine Techniken revolutionierten die Kunstwelt. Vergessen wir nicht seine Beiträge zum Ingenieurwesen. Seine Entwürfe für Flugmaschinen waren seiner Zeit weit voraus. Vergessen wir nicht seine Beiträge zum Ingenieurwesen. Seine Entwürfe für Flugmaschinen waren seiner Zeit weit voraus. Es ist verblüffend, darüber nachzudenken, was mit der heutigen Technologie erreicht werden kann. Es ist verblüffend, darüber nachzudenken, was mit der heutigen Technologie erreicht werden kann. Er war ein echter Pionier, der stets die Grenzen des Möglichen verschob. Er war ein echter Pionier, der stets die Grenzen des Möglichen verschob. Ich frage mich, was ihn dazu treibt, ständig neues Wissen zu suchen und zu schaffen. Ich frage mich, was ihn dazu treibt, ständig neues Wissen zu suchen und zu schaffen. Vielleicht war es eine Kombination aus angeborener Neugier und unstillbarem Entdeckungsdurst. Vielleicht war es eine Kombination aus angeborener Neugier und unstillbarem Entdeckungsdurst. Das macht Sinn. Er war mit der aktuellen Situation nie zufrieden. Das macht Sinn. Er war mit der aktuellen Situation nie zufrieden. Und sein Erbe lebt bis heute weiter und inspiriert Künstler, Wissenschaftler und Denker. Und sein Erbe lebt bis heute weiter und inspiriert Künstler, Wissenschaftler und Denker. Definitiv. Sein Einfluss reicht weit über seine eigene Zeit und seinen eigenen Ort hinaus. Definitiv. Sein Einfluss reicht weit über seine eigene Zeit und seinen eigenen Ort hinaus. Ich frage mich oft, was er von der heutigen Welt mit all unseren Fortschritten und Innovationen halten würde. Ich frage mich oft, was er von der heutigen Welt mit all unseren Fortschritten und Innovationen halten würde. Oder sie wird wahrscheinlich sowohl erstaunt als auch begierig darauf sein, sich in weitere Forschungen zu stürzen. Oder sie wird wahrscheinlich sowohl erstaunt als auch begierig darauf sein, sich in weitere Forschungen zu stürzen. Von seinem Forschergeist können wir alle lernen. Von seinem Forschergeist können wir alle lernen. Eigentlich. Es erinnert uns daran, niemals aufzuhören, Fragen zu stellen und nach neuen Informationen zu suchen. Eigentlich. Es erinnert uns daran, niemals aufzuhören, Fragen zu stellen und nach neuen Informationen zu suchen.
und mit Neugierde und dem Wunsch, Neues auszuprobieren, an das Leben herangehen. Und mit Neugierde und dem Wunsch, Neues auszuprobieren, an das Leben herangehen. Leonardo da Vinci war eine wirklich außergewöhnliche Seele. Leonardo da Vinci war eine wirklich außergewöhnliche Seele. Ja, und sein Vermächtnis ist ein Beweis für die Kraft der menschlichen Vorstellungskraft und Kreativität. Ja, und sein Vermächtnis ist ein Beweis für die Kraft der menschlichen Vorstellungskraft und Kreativität. Definitiv. Es wird auch künftige Generationen inspirieren. Definitiv. Es wird auch künftige Generationen inspirieren. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Hallo Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Sind Sie zum Einkaufen hier? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Sind Sie zum Einkaufen hier? Ja, ich muss etwas zu essen bekommen. Was ist mit dir? Ja, ich muss etwas zu essen bekommen. Was ist mit dir? Ich werde mir heute Abend ein paar Sachen zum Abendessen holen. Haben Sie Pläne für ein Abendessen? Ich werde mir heute Abend ein paar Sachen zum Abendessen holen. Haben Sie Pläne für ein Abendessen? Nicht genau. Ich habe darüber nachgedacht, Spaghetti zu machen. In Ordnung und du? Nicht genau. Ich habe darüber nachgedacht, Spaghetti zu machen. In Ordnung und du? Es klingt so lecker. Ich kann etwas gegrilltes Hähnchen machen. Möchten Sie mit mir zu Abend essen? Es klingt so lecker. Ich kann etwas gegrilltes Hähnchen machen. Möchten Sie mit mir zu Abend essen? Klingt gut. Ich würde gerne. Wann soll ich kommen? Klingt gut. Ich würde gerne. Wann soll ich kommen? Wie wäre es mit 19 Uhr? Ist das für Sie geeignet? Wie wäre es mit 19 Uhr? Ist das für Sie geeignet? Perfekt. 19 Uhr passt für mich. Bis dann, Michael. Perfekt. 19 Uhr passt für mich. Bis dann, Michael. Großartig. Ich freue mich darauf. Guten Tag, Maria. Großartig. Ich freue mich darauf. Guten Tag, Maria. Du auch, Michael. Bis heute Abend. Du auch, Michael. Bis heute Abend. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Guten Morgen, Maria. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen, Maria. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen, Michael. Ja, habe ich. In Ordnung und du? Guten Morgen, Michael. Ja, habe ich. In Ordnung und du? Ich habe mich gut ausgeruht. Lass uns etwas frühstücken. Ich habe mich gut ausgeruht. Lass uns etwas frühstücken. Es sieht aus wie ein Plan. Was wollen Sie haben? Es sieht aus wie ein Plan. Was wollen Sie haben? Wie wäre es mit Rührei und Toast? Wie wäre es mit Rührei und Toast? Es klingt köstlich. Ich nehme die Eier und das Brot. Es klingt köstlich. Ich nehme die Eier und das Brot. Großartig. Ich fange an, die Pfanne zu erhitzen. Großartig. Ich fange an, die Pfanne zu erhitzen. Möchten Sie Gemüse in Ihrem Ei? Möchten Sie Gemüse in Ihrem Ei? Ja. Lass uns ein paar Paprika und Zwiebeln dazugeben. Ja. Lass uns ein paar Paprika und Zwiebeln dazugeben.
Ich verstehe, ich werde sie zerhacken. Ich verstehe, ich werde sie zerhacken. Wie war dein Tag gestern? Wie war dein Tag gestern? Es war ziemlich gut. Ich war bei der Arbeit beschäftigt, habe aber viel erledigt. Es war ziemlich gut. Ich war bei der Arbeit beschäftigt, habe aber viel erledigt. Das ist schön zu hören. Irgendwelche Pläne für heute? Das ist schön zu hören. Irgendwelche Pläne für heute? Nur ein paar Besorgungen und vielleicht ein Spaziergang im Park. Nur ein paar Besorgungen und vielleicht ein Spaziergang im Park. Es sieht nach einem wunderschönen Tag aus. Es sieht nach einem wunderschönen Tag aus. Was ist mit dir? Irgendwelche Pläne? Was ist mit dir? Irgendwelche Pläne? Ich werde an der Präsentation für das morgige Treffen arbeiten. Ich werde an der Präsentation für das morgige Treffen arbeiten. Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie Hilfe? Danke. Aber ich glaube, ich habe es herausgefunden. Danke. Aber ich glaube, ich habe es herausgefunden. Okay. Lass es mich wissen, wenn du deine Meinung änderst. Okay. Lass es mich wissen, wenn du deine Meinung änderst. Wird machen. Übrigens, was ist Ihre Kaffeevorliebe? Wird machen. Übrigens, was ist Ihre Kaffeevorliebe? Ich mag schwarz, ungesüßt. Ich mag schwarz, ungesüßt. Ich verstehe, ich werde einen Topf machen. Ich verstehe, ich werde einen Topf machen. Danke. Willst du? Danke. Willst du? Ja. Schwarzen Kaffee gibt es für mich auch. Ja. Schwarzen Kaffee gibt es für mich auch. Eier und Gemüse sind fertig. Ich fange an zu kochen. Eier und Gemüse sind fertig. Ich fange an zu kochen. Ich werde den Toast mit Butter bestreichen. Willst du Marmelade? Ich werde den Toast mit Butter bestreichen. Willst du Marmelade? Ja, bitte. Erdbeeren, falls verfügbar. Ja, bitte. Erdbeeren, falls verfügbar. Das tun wir. Ich nehme es aus dem Kühlschrank. Das tun wir. Ich nehme es aus dem Kühlschrank. Wie läuft die Präsentation? Wie läuft die Präsentation? Langsam aber sicher. Es gibt viel zu besprechen. Langsam aber sicher. Es gibt viel zu besprechen. Das wird Ihnen gelingen, da bin ich mir sicher. Das wird Ihnen gelingen, da bin ich mir sicher. Danke, Maria. Ihr Vertrauen bedeutet viel. Danke, Maria. Ihr Vertrauen bedeutet viel. Du bist in einer sehr guten Position. Du bist sehr talentiert. Du bist in einer sehr guten Position. Du bist sehr talentiert. Du weißt immer, wie du mein Selbstvertrauen stärken kannst. Du weißt immer, wie du mein Selbstvertrauen stärken kannst. Dafür sind Freunde da, oder? Dafür sind Freunde da, oder? Definitiv. Und du bist ein toller Freund. Definitiv. Und du bist ein toller Freund. Ebenso bei Michael. Das Frühstück ist fast fertig. Ebenso bei Michael. Das Frühstück ist fast fertig. Dann decken wir den Tisch. Dann decken wir den Tisch. Es kommen Teller, Gabeln und Messer. Es kommen Teller, Gabeln und Messer. Ich freue mich auf dieses Essen. Ich freue mich auf dieses Essen. Ich auch. Es riecht gut. Ich auch. Es riecht gut. Ich genieße es, gemeinsam zu frühstücken. Ich genieße es, gemeinsam zu frühstücken. Eine schöne Art, den Tag zu beginnen, oder? Eine schöne Art, den Tag zu beginnen, oder?
Definitiv. Das sollten wir öfter machen. Definitiv. Das sollten wir öfter machen. Ich würde es lieben. Hier ist dein Kaffee. Ich würde es lieben. Hier ist dein Kaffee. Danke, Maria. Hallo zu einem wundervollen Tag. Danke, Maria. Hallo zu einem wundervollen Tag. Prost, Michael. Lasst uns graben. Prost, Michael. Lasst uns graben. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey, Mary. Hast du jemals die Simpsons gesehen? Hey, Mary. Hast du jemals die Simpsons gesehen? Definitiv. Ist das nicht eine klassische Zeichentrickserie? Definitiv. Ist das nicht eine klassische Zeichentrickserie? Eigentlich. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Es ist ein echtes kulturelles Phänomen. Eigentlich. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Es ist ein echtes kulturelles Phänomen. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gesehen habe. Es gibt so viele unvergessliche Charaktere. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gesehen habe. Es gibt so viele unvergessliche Charaktere. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie. Sie sind alle ikonisch. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie. Sie sind alle ikonisch. Und vergessen Sie nicht die Nebendarsteller. Mr. Burns, Ned Flanders, Apu. Und vergessen Sie nicht die Nebendarsteller. Mr. Burns, Ned Flanders, Apu. Die Liste geht weiter und weiter. Jeder Charakter bringt etwas Einzigartiges mit. Die Liste geht weiter und weiter. Jeder Charakter bringt etwas Einzigartiges mit. Das ist wahr. Und der Humor ist satirisch, aber dennoch nachvollziehbar. Das ist wahr. Und der Humor ist satirisch, aber dennoch nachvollziehbar. Es gelingt ihm, viele Aspekte des amerikanischen Lebens zu übertreiben. Es gelingt ihm, viele Aspekte des amerikanischen Lebens zu übertreiben. Und es geht nicht nur um Humor. Er hat auch ein Herz. Und es geht nicht nur um Humor. Er hat auch ein Herz. Die Familiendynamik und ihre Liebe zueinander sind sehr berührend. Die Familiendynamik und ihre Liebe zueinander sind sehr berührend. Definitiv. Es verleiht der Show mehr Tiefe und macht sie zu mehr als nur einem Witz. Definitiv. Es verleiht der Show mehr Tiefe und macht sie zu mehr als nur einem Witz. Die Stadt Springfield ist mit ihren Kuriositäten wie eine Figur für sich. Die Stadt Springfield ist mit ihren Kuriositäten wie eine Figur für sich. Und kulturelle Bezüge. Sie sind sehr geschickt gestrickt. Und kulturelle Bezüge. Sie sind sehr geschickt gestrickt. Eine Show, die alle Generationen anspricht. Unzeitgemäß. Eine Show, die alle Generationen anspricht. Unzeitgemäß. Und die Kapitel decken ein breites Themenspektrum ab. Und die Kapitel decken ein breites Themenspektrum ab. Soziale Themen, Politik, Populärkultur. Sie kümmern sich um alle. Soziale Themen, Politik, Populärkultur. Sie kümmern sich um alle. Es ist beeindruckend, wie sie es schaffen, auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist beeindruckend, wie sie es schaffen, auf dem Laufenden zu bleiben. Der Text ist scharf, die Satire ist scharf, alles ist scharf. Der Text ist scharf, die Satire ist scharf, alles ist scharf. Und die Stimme. Sie erwecken die Charaktere wunderbar zum Leben.
Und die Stimme. Sie erwecken die Charaktere wunderbar zum Leben. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand anderes diese Charaktere zum Ausdruck bringt. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand anderes diese Charaktere zum Ausdruck bringt. Die Show beeinflusste auch eine ganze Generation von Komikern. Die Show beeinflusste auch eine ganze Generation von Komikern. Er hat definitiv seine Spuren in der Comedy-Welt hinterlassen. Er hat definitiv seine Spuren in der Comedy-Welt hinterlassen. Ich habe gehört, dass sie sogar einige reale Ereignisse vorhersagen. Ich habe gehört, dass sie sogar einige reale Ereignisse vorhersagen. Ja, es ist fast beängstigend, dass einiges davon passiert. Ja, es ist fast beängstigend, dass einiges davon passiert. Die Simpsons sind zu einem kulturellen Prüfstein geworden. Die Simpsons sind zu einem kulturellen Prüfstein geworden. Und das ist nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt bekannt. Und das ist nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt bekannt. Es wurde in so viele Sprachen synchronisiert, dass es unglaublich ist. Es wurde in so viele Sprachen synchronisiert, dass es unglaublich ist. Der Einfluss der Show auf die Populärkultur ist unermesslich. Der Einfluss der Show auf die Populärkultur ist unermesslich. Ich kann mir eine Welt ohne die Simpsons nicht vorstellen. Ich kann mir eine Welt ohne die Simpsons nicht vorstellen. Es ist Teil unseres gemeinsamen kulturellen Erbes geworden. Es ist Teil unseres gemeinsamen kulturellen Erbes geworden. Eine Show, die noch Generationen in Erinnerung bleiben wird. Eine Show, die noch Generationen in Erinnerung bleiben wird. Tatsächlich, Maria, er hat die Fernsehgeschichte unauslöschlich geprägt. Tatsächlich, Maria. Er hat die Fernsehgeschichte unauslöschlich geprägt. Und es brachte Millionen so viel Lachen und Freude. Und es brachte Millionen so viel Lachen und Freude. Es lebe die Simpsons. Es lebe die Simpsons. Hört, hört. Zu den Simpsons. Hört, hört. Zu den Simpsons.